Als die Nachtschicht zu Ende ist, findet Robert Sims seine Frau Paula bewusstlos auf dem Küchenboden liegen. Robert rennt ins Schlafzimmer und ist erleichtert, als er seinen zweijährigen Sohn Randy ungestört schlafend vorfindet. Aber seine 6 Wochen alte Tochter Heather ist verschwunden. Als Paula Sims ihr Bewusstsein wiedererlangt, ist sie die einzige Zeugin in einem Verbrechen, das die Ermittler noch bis heute vor Rätsel stellt. Robert und Paula Sims sind erst kürzlich in dieses Holzhaus in St. Louis, einem Vorort von Elton, Illinois, eingezogen. Hier führte Präsident Abraham Lincoln damals eine seiner berühmten Debatten mit Senator Stephen Douglas. Die Sims sind seit 7 Jahren verheiratet. Der 37-jährige Robert ist Schichtarbeiter in der örtlichen Papierfabrik. Die 30-jährige Paula ist Hausfrau und kümmert sich um ihre beiden Kinder Randy und Heather. Die Nachbarn beschreiben die Sims als ein ruhiges und zurückgezogenes Paar, das seine Freizeit hauptsächlich mit den Kindern verbringt. Sie schienen den amerikanischen Traum zu leben. Und gerade das war das Interessante an dieser Geschichte. Wie sich nämlich das Leben dieses durch und durch amerikanischen Paares wegen dieser Tragödie schlagartig änderte. Als die Polizei am 19. April ins Haus der Sims gerufen wird, erfährt sie Einzelheiten über ein sehr ungewöhnliches Verbrechen. Paula sagt aus, dass sie kurz nach 22 Uhr den Müll aus dem Haus brachte, als plötzlich ein maskierter und bewaffneter Mann sie ins Haus zwang. Mit einem Schlag auf den Hinterkopf schlug er sie bewusstlos. Und das sei das Letzte, an das sie sich erinnere. 45 Minuten später fand ihr Mann sie bewusstlos auf dem Boden liegen. Die kleine Tochter Heather ist verschwunden. Doch der Bereich um ihre Wiege scheint unberührt. In der ganzen Wohnung kann die Polizei weder fremde Finger noch Fußabdrücke finden. Es fehlen auch keine Wertsachen. Wir waren eine ganze Weile dort, wohl die halbe Nacht. Wir suchten überall, an jedem denkbaren Platz, an dem das Kind hätte sein können. Die Polizei durchsucht auch die ganze Nachbarschaft. Spürhunde werden eingesetzt, Autofahrer werden vor dem Haus der Sims angehalten und befragt. Hat jemand den Kindesentführer oder sein Fahrzeug gesehen? Sogar in allen Bars und Hotels des Ortes ist die Polizei verzweifelt auf der Suche nach Zeugen. Das Schlimmste annehmend, sucht sie selbst auf dem Grund des Mississippi River, ganz in der Nähe des Hauses der Sims. Wir fragten die Sims, ob sie irgendwelche Feinde hätten, die vielleicht ihr Baby entführt haben, um sie auf diese Art zu bestrafen. Sie beharrten aber sehr darauf, dass es niemanden gab, der so etwas tun könnte. Sie erzählen der Polizei aber, dass vor kurzem in eines der Häuser die Straße entlang eingebrochen wurde. Und ein Nachbar berichtet, er habe eine verdächtige Person in der Nähe des Hauses der Sims gesehen. Ein anderer Informant sah, wie jemand in dieser Nacht etwas hinter eine nahegelegene Fabrik trug. Aber alle Hinweise führen ins Leere. Die Polizei hat zu wenige Anhaltspunkte, um weiter forschen zu können. Und sie hat kein Motiv. Es kommt selten vor, dass ein Baby einfach nur so entführt wird. Normalerweise wird ein Lösegeld verlangt, doch das war hier nicht der Fall. Es gab auch keinen Hinweis auf Eheprobleme, keinen Freund, der vermuten könnte, er wäre der richtige Vater des Kindes und es deshalb entführen würde. Wir fanden nichts, das erklärt hätte, warum gerade die Sims das Ziel der Kindesentführung waren. Das Ehepaar steht unter Schock. Und auch der Ort Elton ist nicht mehr derselbe. Wir hoffen natürlich, dass das Kind noch lebt und gesund ist. Denn je mehr Zeit vergeht, umso geringer ist die Chance, das Kind lebend zu finden. Vier Tage später. Wie fast jeden Tag geht Charles Saunders angeln an einem Nebenarm des Mississippi.
Um die Mittagszeit, als Saunders auf dem Weg nach Hause ist, will er seinen Abfall in eine Mülltonne werfen. Er bemerkt eine große, schwarze Mülltüte in der Tonne. Sie macht ihn irgendwie misstrauisch. In der Tüte entdeckt er die Überreste eines Kleinkindes. Nur Minuten später treffen die Beamten der Mordkommission ein. Sie lag auf dem Rücken und ihr Kopf war zur Seite geneigt. Sie hatte noch rosige Wangen. Wenn man sie so sah, dachte man zuerst, sie würde schlafen. Aber sie war tot. Die Fuß- und Fingerabdrücke des toten Babys werden mit den Abdrücken von Heather Sims verglichen. Sie sind kurz nach ihrer Geburt aufgenommen worden. Der Körper wird eindeutig als Heather Lee Sims identifiziert. Die Pathologin Dr. Mary Case führte die Autopsie durch. Das erste, was sie bemerkt, sind drei kleine, senkrechte Schnitte auf der Lippeninnenseite. Es war ganz offensichtlich kein plötzlicher Kindstod. Es ist auch kein Unfalltod und schon gar kein Selbstmord. Also ist es Mord. Ich fand aber keine Schusswunde, keine Stichwunde und auch keine Hinweise auf Kindesmisshandlung. Nur die Schnitte. Es sah so aus, als ob jemand seine Hand auf die Nase und den Mund gelegt hätte, um das Kind zu ersticken. Ein toter Körper verändert sich schnell, je nach der Umgebung, in der er sich befindet. Der Rechtsmediziner Dr. Christian Schümer hat schon hunderte von Leichen untersucht. Eine Gemeinsamkeit haben sie alle. Eines der sicheren Todeszeichen sind die sogenannten Totenflecken. Die Totenflecken bilden sich dadurch aus, dass nach dem endgültigen Herz-Kreislauf-Stillstand das Blut in den Blutgefäßen, die zunächst noch intakt sind, praktisch an die zutiefst gelegenen Körperstellen absackt und sich dort verteilt. Die übliche Farbe der toten Flecken ist livide, wie wir sagen, das heißt blau-rötlich gefärbt, oft mit einer gewissen Zonierung. Die Totenfleckfarbe wird vor allen Dingen durch die Temperatur beeinflusst. Je kälter die Temperatur, desto roter werden sie. Das rote Gesicht des Kleinkinds führt die Pathologen zu einer sonderbaren Vermutung. Der Körper müsse circa 8 bis 10 Stunden nach dem Tod in einem Gefrierschrank gelegen haben. Und es gab noch einen weiteren Hinweis darauf, dass der Körper eingefroren wurde. Äußerlich konnte man keine Verwesung feststellen. Doch unter dem Mikroskop bemerkte ich erste Anzeichen einer innerlichen Verwesung. Innerlich war sie also etwas weiter fortgeschritten als äußerlich. Dr. Case kam zu dem Schluss, dass Heather Sims zuerst erstickt wurde und dann mit dem Gesicht nach unten in einen Gefrierschrank gelegt wurde. Erst kurz bevor man sie fand, wurde sie in die Mülltonne geworfen. Das Gesicht zeigte nach oben. Don Weber, einer der ermittelnden Staatsanwälte, verfolgt diesen Fall besonders genau. Es gibt zwar keinen Hinweis dafür, Paula oder Robert mit dem Verbrechen in Verbindung zu bringen, aber Weber beschließt, ihre Geschichte näher zu betrachten. Besonders eine Bemerkung von Robert Sims lässt ihn nicht los. Er hat dem FBI gegenüber ausgesagt, dass er und seine Frau in der Zeit zwischen der Vermisstenmeldung und dem Fund der Leiche den längsten und besten Sex hatten, den sie überhaupt jemals hatten. Das war für mich eine ungeheuerlich bestürzende Aussage. Keiner, der etwas mit diesem Fall zu tun hatte, konnte akzeptieren, dass das eine ganz normale Reaktion sei, wenn dein Baby entführt wird. Auf der Beerdigung erscheinen Robert und Paula Sims als die ganz und gar trauernden Eltern. Aber als die Ermittler in der Vergangenheit des Paares forschen, entdecken sie einen mehr als beunruhigenden Zufall. Genau vor 3 Jahren, als die Sims noch in einer anderen Stadt lebten, wurde auch ihre erste Tochter entführt, Lorelei. Es war das gleiche Szenario. Robert war auf der Arbeit und Paula sagte aus, dass ein maskierter Mann in ihr Haus eindrang und das Baby entführte. Einige Wochen später fand man die Skelettüberreste verstreut auf einem Feld hinter dem Haus der Sims.
Die Ermittler schöpften damals zwar Verdacht, aber sie konnten keinen Beweis finden, der Robert oder Paula Sims mit Loreleis Tod in Verbindung gebracht hätte. Die Überreste schienen von einem Tier verstreut worden zu sein. Die Untersuchungsergebnisse reichten aber nicht aus, um anzunehmen, dass es sich um einen Mord handelte. Die Sims gerieten dennoch unter dringenden Tatverdacht. Nur beweisen ließ sich nichts. Meiner Meinung nach sind sie damals mit diesem Mord davongekommen. Nach ihren eigenen Angaben war Paula von dem zweiten Entführer niedergeschlagen worden. Doch Staatsanwalt Don Weber entdeckt eine Unstimmigkeit an Paulas Kopfverletzung. Er sucht die Pathologin Dr. Mary Case auf. Dr. Mary Case ist nicht nur die Rechtsmedizinerin, die Heather Sims Autopsie vornahm, sie ist auch Neuropathologin, eine Expertin für die Erforschung des Gehirns und des Nervensystems. Paula sagte, dass der Mann sie draußen überraschte. Er habe sie gezwungen, hineinzugehen, und dort schlug er sie zu Boden. Paula zeigte uns, wie er sie mit einem Karateschlag in den Nacken niederschlug. Dann war sie 45 Minuten lang bewusstlos. Sie erinnerte sich also daran, geschlagen worden zu sein, und ich fragte, ob das möglich ist. Mary Case lehnte sich zurück und dachte eine Weile nach. Schließlich antwortete sie, nein, das ist unmöglich. Wenn Paula fast eine Stunde bewusstlos gewesen wäre, hätte sie einen totalen Gedächtnisverlust erlitten. Der hätte sich sogar noch rückwirkend auf die Zeit direkt vor dem Schlag ausgewirkt. Also hätte sie sich gar nicht an den maskierten Räuber erinnern und ihn schon gar nicht so detailliert beschreiben können. Bei jeder Autopsie wird auch das Gehirn untersucht. Der Rechtsmediziner Dr. Christian Schümer weiß genau, was bei einem solchen Schlag auf den Kopf passiert. Bei einem Schädelhirntrauma, vor allen Dingen jetzt erstmal bei Sturzvorgängen, Anschlagvorgängen des Schädels, hat das Gehirn ja eine gewisse Bewegungsrichtung. Und in dem Maße, in dem der Kopf auf ein Hindernis aufprallt, wird das Gehirn noch weiter in die ursprüngliche Richtung bewegt und es kommt auf der anderen Seite durch Unterdruck bedingt zum sogenannten Contre-Coup. Bei einem solchen Schlag ins Genick werden die elektrischen Aktivitäten des Gehirns unterbrochen. Das verhindert nicht nur die Erinnerung an das traumatische Ereignis selbst, sondern auch an Ereignisse, die sich mehrere Minuten davor abgespielt haben. Paula Sims kann sich also gar nicht an den Überfall erinnert haben. Dasselbe gilt auch für Personen, die ihr Bewusstsein zum Beispiel bei einem Autounfall verloren haben. Sie können sich nur noch sehr vage an den Unfall oder die Ereignisse erinnern, die zum Unfall geführt haben. Ist Paula Sims die Mörderin ihres eigenen Kindes? Die Untersuchungen der Rechtsmediziner konzentrieren sich aber nicht nur auf diese Frage. Eine Woche nachdem Heathers toter Körper gefunden wurde, richtet sich die Aufmerksamkeit der Polizei auf ihre Mutter Paula. Die Ermittler suchen nach einer Verbindung zwischen Paula Sims und der Fundstelle des Körpers. Direkt neben der Mülltonne finden sie Fußabdrücke, offensichtlich von Turnschuhen. Doch die Abdrücke passen nicht zu den Schuhen in Sims Haus. Als nächstes wird die schwarze Mülltüte, in der Heathers Körper gefunden wurde, zum FBI-Labor nach Washington geschickt. Doch der Rechtsmediziner David Attenberger hat zunächst nicht viel zu tun. Weder Fingerabdrücke, noch Haare, noch irgendwelche Fasern befinden sich an oder in der Tüte. Das Baby wurde in dieser schwarzen Mülltüte gefunden. Und diese Tüte wird hergestellt von der Polytech Corporation in Minneapolis. Sie wird im Kmart unter dem Markennamen Curbside verkauft. Diese Videokassette nahm die Polizei im Hause der Sims auf, in der Nacht, als Heather Sims verschwand. Auf der Kassette sieht man eine angebrochene Packung der gleichen Mülltüten. Sie haben die gleiche Form, Größe und Farbe wie die Tüte, in der Heathers Körper gefunden wurde. Jedoch werden täglich Millionen von diesen Curbside-Mülltüten für Kmart hergestellt. Attenberger vergleicht die Ränder der Tüte, in der Heathers Körper lag, mit der ersten unbenutzten Mülltüte aus der Küche der Sims.
Aber durch die Dehnung, die entsteht, wenn man eine Tüte aus der Rolle zieht, konnten die Enden nicht zusammenpassen. Aber an der Tüte, in der Heather Sims lag, fand Ettenberger ein besonderes Merkmal. Mülltüten werden aus langen Plastikbahnen hergestellt. Eine Schneide perforiert sie, so dass die Tüten leicht abgerissen werden können. Gleichzeitig verschweißt ein heißes Siegel den Boden der Tüte. Wir erfuhren vom Hersteller, dass sich an diesem heißen Siegel immer wieder kleine Rückstände bilden. Also konnten wir, je nach Menge der Rückstände, charakteristische Merkmale identifizieren. Wir fanden nämlich, dass die Tüten nicht gleichmäßig verschweißt worden waren. Und tatsächlich findet Ettenberger eine winzig kleine Öffnung am Boden der Tüte, in der Heather Sims gefunden wurde. Die Tüte ist nicht gleichmäßig verschweißt worden. Die Rückstände auf dem Siegel verursachten außerdem kleine Löcher in der Tüte. Als Ettenberger die Tüten aus der Küche der Sims analysiert, findet er genau an derselben Stelle dieselben kleinen Löcher. Er findet auch dieselbe kleine Öffnung am Boden der Tüte, die durch die Rückstände auf dem heißen Siegel verursacht wurde. Zum Schluss untersucht er noch das letzte mögliche Merkmal, die Farbe. Während des Herstellungsprozesses dehnt sich das Plastik, wenn es über die Rollen gezogen wird. Dieses Dehnen hinterlässt ganz unterschiedliche, aber charakteristische Merkmale, sogenannte Farblinien. Als Ettenberger die Farblinien der Heather Sims-Tüte mit denen der ersten unbenutzten Tüte aus der Küche der Sims vergleicht, stellt er eine eindeutige Übereinstimmung fest. Aus den winzig kleinen Löchern, dem Fehler an der Schweißnaht und den übereinstimmenden Farblinien schließt das FBI, dass die erste unbenutzte Mülltüte in der Küche der Sims und die Tüte, in der Heather Sims Körper gefunden wurde, aus derselben Plastikplane hergestellt wurde, und zwar innerhalb von nur 10 Sekunden. Die einzige andere Möglichkeit wäre gewesen, dass der Täter zur selben Kmart-Filiale gegangen ist, in der auch Paula ihre Tüten gekauft hat. Er hat genau die Rolle gekauft, die im Fertigungsprozess direkt vor oder nach der Rolle hergestellt worden ist, die Paula gekauft hat. Und eine Tüte dieser Rolle hat er dann genommen, das Baby entführt, es hineingelegt und in den Müllcontainer geworfen. And put the baby in it and threw it in a trash container. Die Polizei hat nun ihren ersten Beweis. Ein Gegenstand aus dem Haus der Sims kann mit dem Fundort der Leiche in Verbindung gebracht werden. Sie ist davon überzeugt, dass Paula mit dem Verschwinden ihrer Tochter etwas zu tun hat. Die Ermittler erfahren noch etwas Ungewöhnliches aus der Ehe von Paul und Robert Sims. Als Paula nach der Entbindung mit ihren kleinen Töchtern nach Hause kam, hat Robert sie einfach aus dem gemeinsamen Schlafzimmer rausgeworfen. Mit ihrer ersten Tochter Lorelei musste Paula im Wohnzimmer schlafen. Erst nach dem Tod ihrer ersten Tochter Lorelei schlief Paula wieder oben bei ihrem Mann. Ein Jahr später brachte Paula ihren Sohn Randy zur Welt. Dann, nachdem sie nach Elton, Illinois gezogen waren, bekamen die Sims noch ein Baby. Es war wieder eine Tochter, und zwar Heather. Im Krankenhaus soll Paula dem Zimmermädchen gesagt haben, dass sie keine weitere Tochter mehr wollte und dass sie und Robert Jungen bevorzugten. Dieser Hinweis ließ ganz klar vermuten, dass Jungen in Ordnung waren und Mädchen nicht. Mehrere Zeugen erzählten uns, dass Robert den kleinen Jungen verehrte. An den Mädchen war er überhaupt nicht interessiert, auch nicht direkt nach der Geburt im Krankenhaus. Als Paula mit ihrer Tochter Heather aus dem Krankenhaus kam, schlief die Familie wieder getrennt. Paula und Heather im Wohnzimmer und Robert mit dem zweijährigen Randy oben im Schlafzimmer. Paula erzählte einer Freundin, dass dieses Getrenntschlafen aufhören müsse, sonst würde sie etwas dagegen unternehmen. Die Analyse der Mülltüte und die Ungereimtheiten über ihre Kopfverletzung werden Paula Sims zum Verhängnis. Sie wird verhaftet und wegen Mordes angeklagt.
Die Staatsanwaltschaft vermutet, dass in der Nacht zum 30. April, während Robert die Nachtschicht in der Papierfabrik arbeitet, Paula ihre Tochter Heather erstickt hat. Den Körper legt sie in eine Mülltüte. Vermutlich trägt sie Handschuhe, denn es werden keine Fingerabdrücke auf der Tüte gefunden. Nach dem Mord fährt Paula in das Haus ihrer Eltern, die zurzeit im Urlaub sind. Dort legt sie Heathers Körper in den Gefrierschrank. Sie kehrt nach Hause zurück, gerade noch rechtzeitig vor ihrem Mann. Dann arrangiert sie alles so, wie sie es der Polizei mitgeteilt hat, und täuscht schließlich Bewusstlosigkeit vor. Als Paulas Eltern am nächsten Tag von der Kindesentführung erfahren, beschließen sie sofort, ihren Urlaub zu beenden und nach Hause zurückzukehren. Das bedeutet eine Änderung in ihrem Plan. Denn nun muss Paula zurück in das Haus ihrer Eltern fahren und Heathers Körper aus dem Gefrierschrank herausholen, bevor sie zurückkommen. Sie weiß nicht, wohin sie gehen soll, vermutet die Staatsanwaltschaft. Und Paula beschließt, Heathers Körper wieder mit nach Hause zu nehmen und ihn in den Gefrierschrank im Keller zu legen. Die Polizei hat mittlerweile die Durchsuchung des Hauses beendet. Nach 3 Tagen muss Paula den Körper ein für allemal loswerden. Sie fährt ungefähr 2 Meilen, überquert den Mississippi und hält schließlich auf einem Parkplatz an. Den gefrorenen Körper lässt sie in der Mülltonne zurück. Dort findet ihn wenig später zufällig ein Angler. Sie hat alles gut geplant und kaltblütig und systematisch durchgezogen. Aber Paula Sims hätte nie gedacht, dass man die Mülltüte untersuchen würde, in der sie ihre Tochter versteckt hat. Und sie hätte auch nie vermutet, dass ihre Geschichte vom Schlag ins Genick wissenschaftlich entlarvt würde. Wenn man im Haus der Sims war, bemerkte man schnell, dass sie einen Sohn hatten, auf den sie sehr stolz waren. Eigentlich ganz normal für ein Ehepaar. Aber wenn man sich das Haus näher anschaute, fand man keinen Hinweis darauf, dass sie auch 2 Töchter gehabt haben. Es gab keine Babybilder von ihnen. Da waren überhaupt keine Bilder von den Mädchen. Nichts, was darauf hinwies, dass sie diese Babys gehabt haben. Paula Sims wird des Mordes an ihren 2 Töchtern für schuldig befunden und zu einer lebenslänglichen Freiheitsstrafe verurteilt. Gegen Robert Sims werden keine Beschuldigungen erhoben. Er streitet ab, irgendetwas mit diesen 2 Verbrechen zu tun zu haben. Was bringt eine Mutter dazu, ihre eigenen Kinder umzubringen? Das beschäftigt die Psychologen bis heute, zum Beispiel Dr. Michael Osterheider, den Leiter des Westfälischen Zentrums für forensische Psychiatrie in Eichelborn. Man muss sicherlich, um seine eigenen Kinder zu töten, wie in dem gezeigten Fall, die höchste Hemmschwelle überwinden, die man sich so aus unserer Sicht vorstellen kann. Aber deswegen kann man sich, glaube ich, auch vorstellen, in welcher verzweifelten Situation solch eine Mutter sein muss. Wir haben es ja in der Regel nicht mit Bereicherungsdelikten aus kriminellen Anlässen zu tun, sodass man davon ausgehen kann, dass solch eine Täterin für sich da Vorteile drin sieht, sondern dass jemand in einer erheblichen Verzweiflung ist und in solch einer Situation keinen anderen Ausweg mehr sieht. Und bis auf die eher selten diesbezüglich vorkommenden Affekttaten sehen wir das fast ausnahmslos im Zusammenhang mit schweren psychotischen Entgleisungen, also wirklich körperlich begründbaren Erkrankungen im engeren Sinne. Aber die Psyche der Täter lässt sich nicht vollständig ergründen. Spielt eine psychische Erkrankung auch im nächsten Fall die Hauptrolle? Wieder hofft die Polizei, dass die Wissenschaft sie zum Täter führen wird. Darren und Dali Routier, ein junges Paar Mitte 20, hat 3 Kinder. Den 6-jährigen Devin, den 5-jährigen Damon und den 8 Monate alten Drake. Darren Routier ist erfolgreicher Unternehmer. Dali ist Hausfrau und kümmert sich um die Kinder. Am Abend des 6. Juni geht Darren Routier mit seinem 8 Monate alten Sohn Drake bereits früh zu Bett.
Die zwei älteren Jungen waren im Wohnzimmer vor dem Fernseher eingeschlafen. Ihre Mutter schläft auf dem Sofa. Was dann geschieht, erzählt Dali später der Polizei. Kurz nach 2:30 bricht ein Mann ins Haus ein. Er sticht die beiden schlafenden Kinder und bedroht schließlich auch Dali mit einem Messer. Nach einem kurzen Kampf flieht der Einbrecher und Dali ruft die Polizei. Als ich das Haus betrat, ging ich einen langen Flur entlang zum Wohnzimmer. Auf dem Boden war sehr viel Blut. Als ich dann das Wohnzimmer betrat, sah ich noch viel mehr Blut. Die zwei Kinder, Devin und Damon, lagen regungslos auf dem Boden. Der 6-jährige Devin ist tot. Damon lebt noch. Aber der 5-jährige stirbt auf dem Weg zum Krankenhaus. Dali wird im Krankenhaus behandelt. Sie hat Glück gehabt, denn die Halswunde ist nur knapp neben der Halsschlagader. Sie hat auch noch eine Stichwunde am Arm. Die Polizei sammelt Hinweise und Dali ist die einzige Zeugin. Sie beschreibt den Angreifer als einen knapp 1,90 Meter großen weißen Mann mit schwarzem Hemd, Jeanshose und einer Baseballmütze. In der Garage der Routiers ist das Fliegengitter durchgeschnitten. Der Einbrecher habe das Messer auf den Boden fallen lassen und sie rannte hinter ihm her durch die Küche, bevor er flüchten konnte. 2 Häuser weiter findet die Polizei einen blutigen Strumpf. Aus den bisherigen Indizien schließt sie ein Motiv bereits aus: Raub. Zwischen der Küche und dem Zimmer, in dem die Morde geschahen, lagen 13 Ringe und eine goldene Damenuhr herum. Falls es Einbruch oder Raubüberfall gewesen ist, dann ist es nicht gut gelaufen, denn die Wertsachen lagen noch überall herum. Es wurde nichts angefasst. Wir wissen nicht, warum das geschehen ist. Wir wissen nur, dass diese kranke Person nichts mitgenommen hat, außer unseren Söhnen, das Wertvollste und Wichtigste überhaupt. Währenddessen geht die Polizei anderen Hinweisen nach, die sie am Tatort findet. Sie vermutet, dass der Täter durch das Fliegengitter vor dem Garagenfenster ins Haus gelangte. Dali Routier sagte aus, dass sie schlief, als der Einbrecher ihre beiden Söhne ermordete. Sie wachte auf, als sie ein Messer an ihrem Hals spürte. Es gab einen Kampf und der Angreifer floh durch die Garage. Ihr Mann Darren sagte, dass er währenddessen im oberen Stockwerk neben seinem 8 Monate alten Sohn Drake schlief und erst aufwachte, als er hörte, wie Gläser zerbrachen. Er kam erst runter, als die Polizei schon da war. Und er hat nicht etwa sofort gefragt, was ist mit den Kindern, was ist mit Dali? Sondern er hat gesagt, ist Dali nicht schön und hat sie nicht großartige Brüste? Darren sagte, ich kann mir schon denken, was der Einbrecher wollte bei so einer gut aussehenden Blondine. Das war schon etwas seltsam. Schließlich hat er gerade seine beiden Söhne verloren. Und ich glaube nicht, dass er zu diesem Zeitpunkt schon wusste, ob Dali außer Gefahr war. In der Küche entdeckt die Polizei ein Messerset mit weißen Griffen. Eines fehlt. Es scheint, als ob die Mordwaffe, nämlich ein ca. 25 cm langes Messer, aus der Küche der Routiers stammt. Die Bluttropfen auf dem Boden werden fotografiert und man entnimmt Proben für DNA-Tests. Die Bluttropfen werden auch noch auf etwas anderes untersucht, auf ihre Größe und ihre Form. Dalis blutverschmiertes Nachthemd ist ebenfalls ein wichtiges Beweismittel. Die Gerichtsmediziner hoffen, dass auch das Hemd Informationen über die Tat liefern würde. Das Blut auf dem Strumpf, der auf der Straße gefunden wurde, stammt von einem der beiden Jungen. Doch nicht einmal Spürhunde der Polizei können eine Spur entdecken, die weiterführt als genau bis zu diesem Fundort. Warum sollte ein Einbrecher die Mordwaffe im Haus zurücklassen, aber einen Strumpf mitnehmen? Warum sollte ein Einbrecher diesen Strumpf auf offener Straße zurücklassen, sodass die Polizei ihn finden kann, anstatt ihn in eine Mülltonne oder in einen Gully zu werfen? Die Polizei findet noch weitere Unstimmigkeiten. Dali sagte aus, dass der Einbrecher durch die Küche flüchtete und dabei ein Weinglas zu Boden riss.
aber die Glasstücke liegen auf den Bluttropfen und Dalys Füße zeigen keinerlei Verletzungen. Unter dem umgefallenen Staubsauger befinden sich mehrere Blutspritzer und sogar ein Abdruck der Rollen. Es scheint so, als ob Dali durch die Küche rannte, bevor das Glas zerbrach und der Staubsauger umfiel. Auf dem Staubsaugergriff war ein Blutfleck. DNA-Tests ergaben, dass es Dalys Blut war. Das Blut tropfte in einem Winkel von 80 Grad auf den Griff, so als ob sich Dali über den Staubsauger gebeugt hätte. Das Muster deutete somit nicht darauf hin, dass sie am Staubsauger vorbeirannte, so wie sie es der Polizei erzählte. Entweder irrt sich Dali über die Ereignisse in der Küche, oder sie weiß mehr über die Morde, als sie zugibt. Dr. Mark Benecke liest einen Tatort anders als die meisten Ermittler. Der Biologe ist ein kriminalistisches Allround-Talent und der führende Blutspurexperte in Deutschland. Blutspurenexperten schauen sich, wenn es geht, immer am Fundort persönlich die Verteilung von Blutspuren an, die von der Tat herrühren. Von der Tat bedeutet, entweder sie stammen vom Täter oder vom Opfer oder sie sind von anderen Personen noch zusätzlich verbracht oder verschleudert worden. Daraus kann man hoffentlich etwas lernen darüber, wie sich die Personen bewegt haben, welche Wunden gesetzt worden sind und welche Wunden geblutet haben und in welcher Reihenfolge das alles passiert ist. Den Experten fällt auf, dass die Bluttropfen auf dem Küchenboden ineinander getropft sind. Das heißt, sie stammen von jemandem, der entweder stillgestanden hat oder sehr langsam gegangen ist. Dali sagte, dass sie auf dem Sofa verletzt wurde und blutend hinter dem Angreifer durch die Küche gelaufen ist. Aber beim Laufen müssten die Tropfen eine Spur aufweisen. Wenn beispielsweise jemand an Ort und Stelle steht, verursacht er häufig Tropfspuren, die zum Teil auch ineinander tropfen, dann eine relativ große Lache bilden, trotzdem aber noch als Tropfspuren erkennbar sind, weil sie diese Satellitenspritze haben. Man weiß also, es ist nicht am Boden liegend ausgeflossen, das Blut. Was verraten diese Satellitenspritze auf dem Boden? Woher stammen die zahlreichen anderen Blutflecken? Sind dies alles Hinweise oder Beweise? Und führt dieser Abdruck die Ermittlungen weiter? Im Fall Darren und Dali Routier stellen sich die Ermittler nach wie vor viele Fragen. Dali sagte aus, dass der Einbrecher das Messer auf den Küchenboden fallen ließ. Aber auch dafür findet sich kein Beweis. Außer mir untersuchten noch viele andere Beamte diesen Boden und versuchten, einen Beweis dafür zu finden, dass das Messer runtergefallen war. Entweder geradewegs nach unten oder auf den Griff oder auf die Seite, aber wir konnten nichts davon nachweisen. Es war eine Menge Blut auf dem Messer und deshalb müsste durch den Aufprall auf den Boden irgendein Hinweis, zum Beispiel der Umriss des Messers, entstanden sein. Aber wir fanden nichts. Barry Dickey ist gerichtsmedizinischer Akustiker. Er untersucht Dalys Notruf bei der Polizei. Dali sagte, sie habe aus der Küche angerufen und blieb während des gesamten Anrufs dort. Bei seiner Untersuchung trennt Barry Dickey Dalys Stimme von den Hintergrundgeräuschen aus dem Haus. Ein Geräusch oder eine Stimme wird in einem Raum durch verschiedene Elemente entweder geschluckt oder zurückgeworfen. Ein Teppich zum Beispiel schluckt Geräusche. Harte Oberflächen, wie zum Beispiel eine Garagenwand aus Zement, reflektiert sie. Nach der Untersuchung hat Dicky seine eigene Version. Meiner Meinung nach war Dali in mindestens drei verschiedenen Zimmern gewesen. Dabei ging sie ziemlich schnell von einem ins andere. Sie hielt sich auch nicht sehr lange in einem dieser Zimmer auf. Wenn also Dali durch mehrere Zimmer lief, während sie telefonierte, widerspricht das ihrer Aussage. Als die Polizei am Tatort erscheint, hält sich Dali ein nasses Handtuch auf ihre Halswunde. Die Beamten fragen sich, ob Dali damit möglicherweise Blut weggewischt hat. Um das herauszufinden, benutzen sie Luminol, eine Chemikalie, die an Stellen leuchtet, an denen zuvor Blut entfernt wurde. In der Garage findet man keine Anzeichen von Blut, dafür aber in der Küche. Als wir die Küche verdunkelten und das Luminol versprühten, konnten wir vor dem Spülbecken Fußspuren sehen, sodass uns die Haare zu Berge standen. Dali
Die Fußspuren waren von Darley. An dem Schränkchen unter dem Becken war ebenfalls Blut zu sehen. Mit Hilfe von Luminol konnte man feststellen, dass es weggewischt wurde, bevor die Polizei kam. Die Bluttropfen vor dem Spülbecken verrieten uns, dass jemand dort eine ganze Weile gestanden hat, während er blutete. Denn auf dem Boden vor dem Spülbecken sind mehrere Bluttropfen aufeinander gefallen. Der DNA-Test ergibt, dass das Blut von Darley stammt. Die Staatsanwaltschaft vermutet, dass sich Darley hier selbst ihren Hals und ihren Arm aufschnitt. In der Küche wenden die Wissenschaftler einen speziellen Test an, um die Blutflecken zu vergrößern und zu definieren. Der Test enthüllt sogar noch mehr Fußspuren, die alle von Darley sind. Falls es wirklich ein Einbrecher war, dann hat er überhaupt keine Beweise hinterlassen. Zwar behauptet Darley, dass sie auf dem Sofa im Wohnzimmer verletzt wurde, doch da fand man keinerlei Blutspuren. Die Blutspuren im Wohnzimmer hingegen zeigen, dass der fünfjährige Damon zunächst nur verletzt wurde und versucht hat zu entkommen. In der Kriminalistik ist es besonders wichtig, dass man nicht nur Spuren anschaut, die da sind, sondern sich auch immer fragt, welche Spuren sind nicht da, müssten aber eigentlich da sein, um ein Szenario zu erklären. Bei Blutspuren ist der häufigste Fall, dass man eine, könnte man Negativspur erhält, nennen. Einen solchen ungewöhnlichen Blutabdruck fand man auf dem Teppich. Es war der eindeutige Umriss der Mordwaffe. Die auffällige Blutspur an der Spitze der Klinge verriet den Untersuchungsbeamten etwas sehr Wichtiges über den Mörder. Die einzige mir bekannte Möglichkeit, wie so ein Abdruck entsteht, ist, wenn eine blutende Person das Messer in der Hand hält. Das Blut läuft also kontinuierlich an dem Messer entlang Richtung Spitze. Genau einen solchen Abdruck haben wir gefunden. Aus einer Wunde am Arm floss Blut herunter. Nur deshalb konnte es zu speziell diesem Abdruck kommen. Das Blut floss über die Hand bis zur Messerklinge. Darley hat eine Messerwunde am rechten Arm. Und DNA-Tests ergeben, dass das Blut von ihr und von Damon stammt und nicht von einem unbekannten Angreifer. Darley sagte aus, dass sie das Messer vom Küchenboden nahm und es auf die Anrichte legte. Sie sagte aber nichts davon, es ins Wohnzimmer mitgenommen zu haben. Während die Ermittler weiter die Beweismittel aus dem Haus der Routiers untersuchen, stellt sie das Verhalten von Darren und Darley erneut vor ein Rätsel. Nur 8 Tage nach den Morden feiern die Routiers den Geburtstag ihres Sohnes Devon an seinem Grab. Sie laden sogar ein Fernsehteam zur Feier ein. Wenn Sie Devon und Damon gekannt hätten, wüssten Sie, dass Sie jetzt oben im Himmel sind und dort die größte Party haben, die man sich nur vorstellen kann. Und Sie wollen sicher nicht, dass wir hier unten trauern, auch wenn unsere Herzen gebrochen sind. Ich weiß, dass Devon und Damon uns gerne glücklich sehen würden. Die Ermittler sind sich sicher, dass Darley ihre beiden Kinder umgebracht hat. Aber sie suchen nach einem Motiv und finden es. Die Routiers haben finanzielle Probleme. Ein Darlehenantrag über $5,000 wurde genau einen Tag vor den Morden abgelehnt. Und für beide Kinder hatten sie eine Versicherung in Höhe von je $5,000 abgeschlossen. Im Schlafzimmer finden sie schließlich eine Selbstmordnotiz, die Darley einen Monat zuvor geschrieben hatte. Ein Hinweis, dass sie unter Depressionen leidet. Im Institut für gerichtsmedizinische Wissenschaften in Dallas entdeckt Charles Lynch das alles entscheidende Beweismittel, das Darleys Einbrechergeschichte als Lügengeschichte entlarvt. Auf einem Brotmesser in der Küche findet Lynch winzige Fiberglaspartikel und etwas Gummistaub. Das Fliegengitter in der Garage der Routiers besteht aus Polyvinylchlorid. Der innere Kern des Materials ist aus Fiberglas. Beim mikroskopischen Vergleich stellt Lynch fest, dass die Fiberglaspartikel auf dem Küchenmesser identisch sind mit den Partikeln aus dem Fliegengitter der Routiers. Nirgendwo sonst im Haus findet Lynch Fiberglas, das auch nur annähernd ähnlich ist. So I was able to eliminate
So konnte ich zumindest jede andere Fiberglasquelle, die ich fand, ausschließen. Die Schlussfolgerung daraus ist, dass das Fiberglas auf dem Messer wahrscheinlich vom Fliegenfenster stammt. Das heißt aber nicht, dass jede andere denkbare Quelle ausgeschlossen ist. Die Gummistaubrückstände auf dem Messer stimmen ebenfalls mit dem Staub überein, der entsteht, wenn ein Polyvinylchloridgitter zerschnitten wird. Der FBI-Fahnder Alan Brantley ist jedenfalls davon überzeugt, dass es keinen Einbrecher gab. Es gab noch nie einen Fall, in dem ein Täter in ein Haus einbricht, ein Messer nimmt, dann wieder rausgeht und schließlich das Fliegengitter aufschneidet, um wieder hereinzukommen. Bei keiner Tat ist solch ein Verhalten notwendig, es sei denn, jemand versucht, die Situation fälschlicherweise so darzustellen, dass sie eben anders erscheinen soll. Und das ist eine Inszenierung. Die Ermittler wissen bereits, dass der Strumpf auf der Straße Blutflecken von den beiden Söhnen aufweist. Aber als sie den Strumpf näher betrachten, finden sie noch etwas anderes. Nämlich zwei Polyesterfasern. Als sie diese Polyesterfasern mit den Fasern der Einlegesohle von Darrens Turnschuhen vergleichen, stellen sie fest, dass sie identisch sind. Außerdem finden sie abgewischte Blutspritze auf Darleys Nachthemd, und zwar auf dem Rücken im Bereich der rechten Schulter. Ein DNA-Test ergibt, dass das Blut von den beiden Jungen stammt. Alleine eine Stichwunde kann sehr viele verschiedene Blutmuster, Blutspurenmuster verursachen. Da ist nicht nur die Blutlache, die auf jeden Fall entsteht, wenn oder genauer gesagt, falls wirklich viel Blut entweicht. Da sind auch Schleuderspuren, die entstehen, wenn die Person, die das Stichinstrument hält, in diese Wunde hineinsticht. Dabei spritzt möglicherweise schon Blut ab, aber auch beim Herausziehen kann die nun beblutete Hand oder das beblutete Stichwerkzeug auch ein Blutungsmuster erzeugen. Die Blutspritzer auf Darleys Hemd verlaufen übereinstimmend mit Darleys vermuteter Handbewegung. Mit all diesen zwingenden wissenschaftlichen Beweisen macht sich die Polizei ihr eigenes Bild vom Tathergang. Sie glaubt, dass Darley ihre beiden Söhne überredete, in dieser Nacht mit ihr im Wohnzimmer zu schlafen. Irgendwann nach 2 Uhr morgens nimmt Darley ein Brotmesser aus der Küche und schneidet das Fliegengitter in der Garage durch. Dann bringt sie das Messer an seinen Platz in den Halter zurück, ohne die Fiberglasrückstände, die die Gerichtsmediziner später fanden, auszuwaschen. Anschließend nimmt sie das längste Messer und tötet ihre Kinder. Die Mordwaffe in ihrer Hand verursacht die Blutspritzer hinten auf dem Nachthemd auf der rechten Schulter. Den Strumpf legt sie auf die Straße, um den Eindruck zu erwecken, der Mörder sei geflohen. Vor dem Spülbecken in der Küche schneidet sie sich Hals und Arm auf. Doch dann passiert etwas Unerwartetes. Der 5-jährige Damon lebte noch und kriecht durch das Wohnzimmer. Die Blutspuren lassen vermuten, dass Darley noch 2 weitere Male auf ihn einsticht. Der Messerabdruck auf dem Teppich stammt von dem Blut aus Darleys Armwunde, das an der Spitze des Messers entlang auf den Boden tropft. Die akustische Untersuchung des Notrufs beweist, dass Darley von einem Zimmer ins andere läuft, Blutflecken wegwischt und dabei den Tatort inszeniert. Aber sie macht zahlreiche Fehler. So ziemlich der einzige Ort, an dem kein Blut gefunden wird, ist ausgerechnet das Sofa, auf dem sie angegriffen worden sei. Sie stößt den Staubsauger um, obwohl sich darunter bereits Blutflecken befinden. Sie verwischt Blutspuren, die später wieder sichtbar gemacht werden können. Ihr Versuch, die Ermittler in die Irre zu führen, misslingt gründlich. Es ist schwer zu erklären, aber die Kinder waren ihr im Weg. Sie passten nicht zu ihrem Lebensstil, nicht zu ihren Zielen und überhaupt zu allem, was sie tun wollte. Und dann entschied sie ganz einfach, dass die Kinder ihr nicht weiter im Weg stehen sollen. Darley Routier wird verhaftet und des Mordes an ihren beiden Söhnen angeklagt. Darren bleibt frei und leugnet weiterhin, etwas mit der Tat zu tun zu haben.
Es gibt keinen einzelnen Grund für Dalis Tat. Es ist eine Kombination von mehreren Dingen. Es war nicht das Geld. Sie hatte mehrere Geburten und damit eine Menge Verantwortung. Wir haben herausgefunden, dass Darren sich nicht besonders um die Kinder gekümmert hat. Nach außen hin schienen sie die perfekte Familie zu sein. Und sie unternahmen alles zusammen als Familie. Aber ihr Familienleben war eine Illusion, die sie jedem aufgedrängt haben. In der Gerichtsverhandlung versucht der Psychiater der Verteidigung, Dalis verworrene Geschichte mit traumatischem Gedächtnisschwund zu erklären. Aber die Geschworenen sind davon nicht überzeugt. Dali Routier wird des Mordes schuldig gesprochen und zum Tode verurteilt. Sie sitzt in der Todeszelle und wartet auf die Vollstreckung ihrer Strafe. Chad Shelton ist ein 74 cm großes weißes Kleinkind. Als ein 11 Monate altes Baby unter mysteriösen Umständen stirbt, liefert die Autopsie nur wenige Hinweise. Aber der Pathologe bemerkt etwas Verdächtiges. Die Leber ist verbreitet gelb gefärbt, mit ersten Anzeichen von Gewebeabsterben, sehr ungewöhnlich für ein Kind. So etwas hat er noch nie gesehen. Die Gewebeproben schicken wir für weitere Tests ins Labor. Sally und Bruce Shelton sind seit 2 Jahren verheiratet und leben in Omaha, Nebraska im Mittleren Westen. Sally arbeitet in einer Versicherungsgesellschaft. Bruce ist Fernsehtechniker. Ihre Freizeit verbringen sie größtenteils mit ihrem 11 Monate alten Sohn Chad, den sie abgöttisch lieben. Sonntagmorgen am 10. September. Sally und Bruce haben an diesem Tag viel geplant. Einkaufen gehen, verschiedene Besorgungen machen und die Teppiche in ihrem neuen Zuhause reinigen. Sie hatten gerade das Haus geputzt und wollten ein paar neue Möbel kaufen. Sie hatten ein bisschen Geld, aber sie wollten nicht alles auf einmal kaufen, ebenso wie jede junge Familie. An diesem Tag gingen sie in ein Möbelgeschäft, um neue Lampen zu kaufen und die Wohnung schick einzurichten. Nach dem Möbelkauf besuchen sie Sallys Schwester und schauen noch kurz bei einem Kindergeburtstag vorbei. Auf dem Nachhauseweg halten sie dann noch an einem mexikanischen Drive-In-Restaurant. Später in dieser Nacht wird der 11 Monate alte Chad krank. Er ist blass, apathisch und übergibt sich ständig. Das Baby zittert am ganzen Körper. Es wird sofort ins Emmanuel Medical Center gebracht. Die Krankenschwester Linda Dietrich hat Nachtdienst. Innerhalb weniger Stunden blutet Chad aus allen Körperöffnungen. Ich war sehr besorgt. Er sah so aus, als würde er vor meinen Augen sterben. Die Ärzte ordnen eine Reihe von Bluttests an. Chads Blutplättchenanzahl liegt bei 19.000, weit unter der Norm von 140.000. Und sein Blutzuckerspiegel bei 11, ein Anzeichen für schweres Leberversagen. Blood was coming out of the corner of his eyes. Aus seinen Augenrändern und seinem Mundwinkel drang Blut. In jeder Pore hatte sich Blut angesammelt, das aus seinem ganzen Körper sickerte. Es war schrecklich, etwas derartiges zu sehen. Trotz aller Tests können die Ärzte nichts finden. Blutplättchen sind kleine Zellen, die vor dem Verbluten schützen. Wenn sie so gering sind, können Menschen spontan aus jedem Körperbereich bluten. An was stirbt dieses Kind? Das macht einfach keinen Sinn. Früh am nächsten Morgen. Chad Sheltons Herzschlag sinkt auf 46 Schläge pro Minute. Dann sogar noch tiefer. Ärzte und Krankenschwestern versuchen fieberhaft, ihn wieder zu beleben. 48 Stunden nach der Einlieferung ins Krankenhaus stirbt Chad. Nur wenige Stunden später wird ein weiterer Patient mit denselben Symptomen zur Notaufnahme gebracht.
mit extremen inneren Blutungen und bereits im Koma. Diesmal ist es ein 25-jähriger Fernfahrer. Irgendetwas hier läuft total schief. Das sind eigentlich zwei gesunde Menschen. Und nun haben wir ein kleines totes Baby und einen 25-jährigen Mann, der im Sterben liegt. Und wir wissen nicht, was mit ihnen los ist. Was immer Chet Shelton getötet hat, die Ärzte befürchten nun, dass es sich ausbreitet. Der 25-jährige Dwayne Johnson war dabei, sein Haus zu streichen, als er sich plötzlich unwohl fühlt. Er bekommt Kopfschmerzen und Muskelschmerzen. Fast zeitgleich setzen Schüttelfrost, Durchfall und starkes Erbrechen ein. Und Dwayne Johnson blutet stark aus der Nase. Er wird mit dem Krankenwagen zum Emmanuel Medical Center gebracht. Das gleiche Krankenhaus, das Chet Shelton behandelt hat. Als Johnson eingeliefert wird, liegt er im Koma. Blut sickert aus seinen Augen, seiner Nase und seinen Ohren. Und wie bei Chet Shelton ist seine Blutplättchenanzahl extrem niedrig. Er war sehr krank. Er blutete innerlich an mehreren Stellen und wahrscheinlich sickerte das Blut in viele innere Organe. Seine rechte Pupille ist starr und erweitert. Die linke ist ein winziger Punkt. Anzeichen für eine Blutung in seiner linken Gehirnhälfte. Der Körper ist zu keiner Bewegung fähig und reagiert nicht auf Schmerzreize. Dr. Fiegler stellt eine Prognose. Der Patient befindet sich in einem neurologischen Zustand, aus dem er nicht mehr herausgeholt werden kann. Die Aussichten sind schrecklich. Ein paar Stunden später stirbt Dwayne Johnson. Linda Dietrich, die Krankenschwester von Chet Shelton, entdeckt einen beunruhigenden Zufall. Dwayne Johnson war Chet Sheltons Onkel. Mein Gott, was passiert hier? Woran sterben diese Menschen? Ist das eine ansteckende Krankheit? Ist das ein Virus, den wir noch nicht kennen? Werden sich noch andere Leute anstecken? Schon bald gibt es weitere Fälle. Chets Eltern, Bruce und Sally, entwickeln teilweise ähnliche Symptome. Auch Dwayne Johnsons Tochter Sherry wird plötzlich krank. Gesundheitsbeamte werden zu einer Dringlichkeitssitzung einberufen, um die Ursache dieses mysteriösen Ausbruchs herauszufinden. Auch das Zentrum für Gesundheitsvorsorge in Atlanta, Georgia wird hinzugezogen. Die Untersuchung wird der erfahrenen Toxikologin Dr. Renate Kimbrough übertragen. Aus den Autopsieberichten weiß sie bereits, dass das, was diese zwei Personen tötete, keine Spur hinterlässt. Es greift nur die Leber an. Die Personen wurden sehr schnell krank. Es passte zu keiner ansteckenden Krankheit, die ich kannte. Die Personen hatten zum Beispiel kein Fieber. Wenn eine ansteckende Krankheit so schnell ausbricht, hat man normalerweise Fieber, oft sehr hohes Fieber. Aber diese Leute hatten das nicht. Die Gesundheitsbeamten suchen verzweifelt nach Hinweisen. Ist es etwas in dem Reinigungsmittel, das Chets Eltern für den Teppich benutzt haben? Oder das mexikanische Essen aus dem Drive-In-Restaurant? Chets Mutter sagt, dass die Tacos nicht in Ordnung waren. Dwayne Johnson hat sein Haus gestrichen, kurz bevor er starb. Ist es irgendetwas in der Farbe? Während ihrer Ermittlungen fanden die Beamten heraus, dass Chet Shelton und Dwayne Johnson das letzte Mal bei einem Familientreffen zusammen waren in Dwayne Johnsons Haus, etwa eine Woche bevor sie starben. Die anderen Familienmitglieder, die Symptome entwickelten, waren ebenfalls da. Natürlich haben wir alle möglichen Proben genommen. Wasserproben, sogar Proben von Isolierstoffen, der Erde im Garten und natürlich der Farbe. Jedes Lebensmittel im Haus wurde überprüft. Alles, was die Krankheit in dieser Familie verursacht haben könnte. An der Klimaanlage in Dwayne Johnsons Haus fehlt der Filter. Er liegt unter einem Baum, auf dem Vögel nisten. Die Beamten untersuchen die Erde nach Histoplasma capsulatum, einem hefeähnlichen Pilz, der durch Vogelkot verursacht wird. Und in der Küche beschlagnahmen die Ermittler Feuerwerkskörper, die sie auf der Theke finden. Sie finden auch heraus, dass beim Familientreffen Limonade serviert wurde. Jeder, der Limonade trank, wurde krank. Die drei, die sie nicht tranken, bleiben gesund.
Leider ist keine Limonade übrig geblieben und der Plastikcontainer ist bereits ausgewaschen. Im Labor des Zentrums für Gesundheitsvorsorge analysieren Wissenschaftler die Feuerwerkskörper und entdecken darin gelben Phosphor. In großen Mengen kann Phosphor giftig sein, aber diese Menge ist zu gering. In den leeren Limonadencontainer füllen sie eine Zitronensäurelösung in der Hoffnung, Spurenelemente aus dem Plastik zu extrahieren. Aber der Versuch misslingt. Die Tests des Hahnwassers, der Limonade und des Zuckers in der Limonade sind ebenfalls alle negativ. Und die Erde vor Dwayne Johnsons Haus enthält auch nicht den vermuteten durch Vogelkot verursachten Pilz. Dwaynes Tochter Sherry Johnson überlebt die mysteriöse Krankheit dank einer raschen Bluttransfusion. Aber sie erleidet einen ernsthaften Leberschaden. Als Dr. Kimbrough ihre Untersuchung fortsetzt, ist sie verblüfft. Einen solchen Schaden an einer menschlichen Leber hat sie noch nie zuvor gesehen. Aber als sie in einem Pathologiefachbuch nachschaut, fällt ihr eine Fotografie auf, die überraschend Ähnliches zeigt. Es ist das Lebergewebe einer Person, die durch ein krebsverursachendes Mittel vergiftet wurde. Dimethylnitrosamin oder DMN. Dimethylnitrosamin ist ein krebsverursachendes Mittel, das man Tieren in der Krebsforschung verabreicht. Es ist wasserlöslich, hochgiftig und es greift nur die Leber an. Außerdem hinterlässt es keine Spuren bei einer Autopsie. Professor Gerold Kauert ist einer der führenden Toxikologen in Deutschland. Bei Hunderttausenden von Giften stellen die Nitrosamine eine besondere Gefahr für Menschen und Tiere dar. Nitrosaminverbindungen wirken auf den Körper, indem sie die DNA schädigen und insoweit schwere Gewebeschäden hervorrufen können. Insbesondere die Leber ist hiervon betroffen, die Parenchyme der Leber werden zerstört. Bei den Experimenten mit Nitrosaminen wurde schnell klar, dass sie bei unvorsichtigem oder mutwilligem Gebrauch ein hohes Gesundheitsrisiko darstellen. Es hat sich herausgestellt vor vielen Jahren schon, dass es ein sehr starkes Krebsgift ist. Deswegen wurde es auch aus dem Verkehr gezogen und ist heute als Chemikalie für den Laien nicht erhältlich. Nun vermuten die Wissenschaftler, dass es sich um ein Verbrechen handelt. Die Polizei sucht nach jemandem, der in einer Krebsforschungseinrichtung arbeitet und die Familie kennt. Möglicherweise wurden Chet und Dwayne ermordet. Die Polizei nimmt an, dass das Gift in der Limonade war, denn es ist wasserlöslich. Jeder, der an diesem Tag Limonade getrunken hat, wurde entweder krank oder starb. Aber es gibt keinen Beweis. Lieutenant Bud Burchett leitet die Mordkommission von Omaha. In der Zeitung liest er von den Todesfällen und der medizinischen Untersuchung. Und auch ihm kommt das bald verdächtig vor. So etwas passiert nicht einfach so. Wir haben uns das also genauer angesehen. Burchett befragt die hinterbliebenen Familienmitglieder. Auch Dwayne Johnsons Frau Sandy. Er fragt, ob möglicherweise jemand Zorn auf die Familie oder einzelne ihrer Mitglieder haben könnte. Sie alle sagen nein. Routinemäßig sucht Burchett in den Daten der Polizei und als er den Namen Dwayne Johnson eingibt, findet er etwas Überraschendes. Als Dwayne und Sandy Johnson gerade verheiratet waren, gab es eine Auseinandersetzung mit Sandys früherem Freund. Ist dieser Mann der Mörder? Auf der Suche nach dem Mörder von Chet Shelton und Dwayne Johnson erfährt Lieutenant Bud Burchett von einem Vorfall, der schon 3 Jahre zurückliegt. Kurz nachdem Dwayne und Sandy Johnson geheiratet haben, kommt es vor ihrem Haus zu einer Auseinandersetzung. Sandys früherer Freund taucht auf. Er schießt auf Sandys Bruder und verletzt ihn an der Schulter. Einen weiteren Schuss feuert er durch das Fenster. Und schließlich kann Sandy ihn davon abhalten, noch mehr Unheil anzurichten. Und der Angreifer verlässt den Tatort. Der Mann heißt Stephen Roy Harper.
Er hatte Sandy in der Oberstufe kennengelernt. Harper war ein ausgezeichneter Schüler. Er war ein ruhiger Einzelgänger, der Tiermediziner werden wollte. Sandy war Harpers erste Freundin. Mädchen gegenüber war er sehr schüchtern. Als Kind hatte er sich in einem Hausbrand ernsthaft verletzt, was Narben hinterlassen hat. Sowohl körperliche als auch seelische. Nach dem Angriff wurde Harper verhaftet und zu 5 Jahren Gefängnis verurteilt. Aber Lieutenant Burchard entdeckt, dass Harper von dieser Strafe nur 1 Jahr verbüßt hat. Nachdem Harper aus dem Gefängnis entlassen wurde, nahm er einen Job als Labortechniker an, im Epley-Krebsinstitut. Die Polizei erhält einen Durchsuchungsbefehl für Harpers Haus. Im Haus findet sie leere Ampullen und ein Lehrbuch über die organische Chemie sowie handschriftliche Notizen. In der Garage finden sie Beweise für Tierversuche. Als wir die Rattenkäfige in der Garage fanden, wussten wir, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Es sah so aus, als ob der Junge mit diesem Gift Tierversuche durchgeführt hat, um zu sehen, was passiert, wenn man es Menschen verabreicht. Ein Tierarzt teilt der Polizei mit, dass er einen Monat vor Dwayne Johnsons und Chet Sheltons Tod Stephen Harpers Hund und Katze behandelt hat. Beide hatten unerklärliche Blutungen und starben. Ich fand Blut im Urin und in den Eingeweiden und auch im weißen Bereich der Augen. Die Polizei hat nun eine Menge Indizien, aber sie hat keinen Beweis, dass Stephen Harper der Giftmörder ist. Wer immer der Mörder ist, er wusste genau, wie DMN wirkt und wie schwierig es ist, das Gift nachzuweisen. DMN ist heute grundsätzlich nachweisbar, aber es zerfällt im Körper sehr schnell, sodass man auch sehr schnell eine Analyse durchführen müsste. Wenn es verstoffwechselt ist, kann man es praktisch nicht mehr nachweisen. Das Gift wurde schon eine Woche vor dem Tod eingenommen. Weil es der Körper aber schon abgebaut hat, gibt es keine Mordwaffe. Die Universität von Kalifornien. Hier führt der Krebsforscher Ronald Schenk Tierversuche durch. Er untersucht, wie krebsverursachende Mittel, zum Beispiel DMN, die DNA verändern. Dimethylnitrosamin greift die DNA der Leberzellen an und hinterlässt eine chemische Spur an der DNA. Diese Spur führt zu einer Veränderung, die den Krebsentstehungsprozess einleitet. Dann stimmt Dr. Ronald Schenk einem Experiment zu, das er noch nie zuvor ausgeführt hat. Nämlich ein Experiment an menschlichen Organen. Die Toxikologin Renate Kimbrough schickt ihm 8 kodierte Leberproben und Nierengewebe, um einen blinden Test durchzuführen. Eine der Proben ist von Dwayne Johnson, doch Dr. Schenk weiß nicht welche. Die Gewebeproben legt er zunächst in Natriumphosphat ein. Dann gibt er sie zerkleinert in eine Flüssigkeit. Die DNA spaltet sich ab und sammelt sich auf dem Grund des Fläschchens. In diesen winzigen Zellen ist der genetische Bauplan für menschliches Leben. Durch ein Verfahren zur Trennung chemisch verwandter Stoffe spalten sich die Bestandteile der DNA ab. Ein Computer veranschaulicht das auf einer Grafik. DNA from 7 der 8 DNA-Leberproben waren völlig normal. Nur die DNA einer Leber wies 2 zusätzliche Höchstwerte auf. Diese Höchstwerte waren identisch mit denen, die man bei Personen finden würde, wenn sie Dimethylnitrosamin ausgesetzt gewesen wären. Die Leberprobe gehörte zu Dwayne Johnson. Das haben Schenk und Kimbrough geleistet. Sie bewiesen, dass DMN im Spiel war. Jegliche andere bekannte Substanz auf der Erde war damit ausgeschlossen. Die Wissenschaft liefert die Mordwaffe und Harper selbst jede Menge weitere Anhaltspunkte. Als Stephen Harper auf die Familie Johnson schoss, war er besessen von Eifersucht und Wut über Sandy Johnsons Zurückweisung. Im Gefängnis setzte Harper sein seltsames Verhalten fort. Er schickte Sandy Bilder, die sie als Hexe darstellen. Sandy kann nicht glauben, dass ihr ehemaliger Freund fähig ist zu morden.
Ihre ungewöhnliche Beziehung beschreibt der Autor Thomas Gillen in seinem Buch Toxic Love, giftige Liebe. Sie hat ihren ehemaligen Freund Stephen Harper als friedliche und sehr liebevolle Person beschrieben, als einen sehr guten Partner. Er neige nicht zur Gewalt. Das war ihr Bild von ihm. Sehr rätselhaft und verwirrend. Warum hat sie es getan? Ich weiß es nicht. Nach dem Gefängnis bekam Harper eine Stelle im Epley-Krebsinstitut. Er veröffentlichte Forschungsberichte. Genau hier erfuhr Harper zum ersten Mal von dem tödlichen DMN. An dem schwarzen Brett der Firma hing ein Zeitungsartikel. Darin stand, dass ein deutscher Chemiker seine Frau mit DMN in der Marmelade getötet hatte. Die Polizei vermutet, dass Harper das DMN aus dem verschlossenen Kühlschrank im Labor entwendet und zu Hause damit experimentiert hat, um die richtige Dosis herauszufinden. Zuerst an Ratten und später an seinem Hund und seiner Katze. Harper vertraute einem Freund an, dass er eines Nachts bei Sandy und Dwayne eingebrochen ist, als die beiden nicht zu Hause waren. Er schüttet das tödliche DMN in den Limonadencontainer. Geklagt. Er wird zum Tode auf dem elektrischen Stuhl verurteilt, doch noch vor der Vollstreckung der Strafe begeht er Selbstmord in seiner Zelle. Dwaynes Tochter Sherry Johnson war 2 Jahre alt, als sie das Gift zu sich nahm. Sie hat zwar durch eine Bluttransfusion überlebt, doch sie leidet noch heute unter chronischen Leberproblemen. Bruce Shelton wirft der Tod seines Sohnes Chad völlig aus der Bahn. Er fürchtet zudem, dass er wegen des DMN-Giftes Krebs bekommen könnte. Er verliert seine Arbeit und wird alkoholkrank. Mit 38 Jahren stirbt er und wird neben seinem Sohn begraben. Seine Frau Sally hat zwar wieder geheiratet, doch die Angst vor möglichen Spätwirkungen von DMN ist geblieben. Selbst wenn den Wissenschaftlern das Gift heute wesentlich besser bekannt ist. In der heutigen Zeit kann man DMN mithilfe von Spezialtechniken wie der Massenspektrometrie problemlos nachweisen. Sie im menschlichen Körper nachzuweisen bedeutet, dass die chemische Zersetzung nicht stattgefunden haben darf. Aber auch wenn die Zersetzung stattgefunden hat, kann man entsprechende Spaltprodukte auch noch analytisch nachweisen. Ohne wissenschaftliche Beweise wäre der Fall Stephen Harper nie gelöst worden. Ist im nächsten Fall ebenfalls Gift im Spiel? Als Bobby Curley mit unerträglichen Schmerzen und Wahnvorstellungen ins Krankenhaus gebracht wird, können die Ärzte die Ursache seiner Beschwerden nicht feststellen. Sein Zustand verschlechtert sich zusehends und das Medikament, das man ihm verabreicht, erfüllt nicht seinen Zweck, sondern bringt ihm sogar den Tod. Bobby Curley war ein junger Mann von 32 Jahren, der stets ein Lächeln im Gesicht trug. Er heiratete die junge Witwe Joanne Chopek, die eine 4-jährige Tochter hat. Nach dem Tod von Joannes erstem Ehemann durch einen Autounfall sind Bobby und Joanne 1 Jahr lang schon miteinander befreundet gewesen.
Sie hatten eine wunderschöne Hochzeit. Bob war auch bereit zu heiraten und eine Familie zu gründen. Er sagte zu mir, dass er sie wirklich liebte und ich freute mich für ihn. Das Paar zieht in Joannes Wohnung in eine ruhige Straße des Örtchens Wilkes Bar in Pennsylvania. Bobby arbeitet als Elektriker bei der Morgan-Gesellschaft. Gerade wurde ihm ein großer Auftrag in der örtlichen Chemiefirma übertragen. Bevor wir dahin gegangen sind, hatte man uns mitgeteilt, dass die Labore ausgeräumt sein sollten und leer stünden. Nun, als wir ins Labor reingingen, fanden wir dort allerhand Fläschchen mit Chemikalien, die verschüttet waren, und noch andere Materialien. Und ich dachte schon, dass das gefährlich sein könnte. Drei Monate nach Beginn des Projekts wird Bobby krank. Sein Bruder bemerkt eines Abends, dass mit ihm etwas nicht stimmt. Schon nach einem Bier wollte er nach Hause. Er sagte, dass er sich nicht wohlfühle. Seine Füße brannten und schmerzten aus irgendeinem Grund. Er konnte nicht gut gehen. Aber ich wusste nicht, was er hatte. Wir arbeiteten auf der dritten Etage und als er am Nachmittag hochkam, hatte er ein knallrotes Gesicht und schwitzte. Er sah gar nicht gut aus. Wir arbeiteten im Labor und ich fragte, was ist los mit dir? Und er sagte, ich weiß es nicht, ich bin völlig außer Atem. Ich fühle mich einfach nicht gut. Bobby klagt auch über Taubheit in seinen Händen und Schmerzen an seinen Füßen. Im Krankenhaus diagnostizieren die Ärzte das Guillain-Barré-Syndrom. Eine seltene Krankheit, die sich durch Taubheit und Schwäche in den Gliedern ausdrückt. Sie kann zwar gefährlich werden, doch die meisten Patienten werden wieder gesund. Curly teilt sein Krankenzimmer mit Richard Bonin. Ich kann mich daran erinnern, wie die Krankenschwester einmal die Bettdecke über ihn zog und seine Haut damit berührte. Bobby wollte, dass die Bettdecke sofort entfernt wird, weil sie bei ihm Schmerzen verursachte. Er hatte einfach irrsinnige Schmerzen, so dass er niemanden sehen wollte, nicht einmal seine Familie. So sehr hat er gelitten. Bobbys Zustand verbessert sich nach und nach und er wird sogar aus dem Krankenhaus entlassen. Aber die Schmerzen kommen wieder und diesmal sogar noch stärker als zuvor. Er konnte nicht einmal aufstehen, um ins Badezimmer zu gehen. Meine Schwester und ich mussten ihn hintragen. Dann schaute er mich an und sagte, Sue, bitte ruf einen Krankenwagen. Er wusste, dass er richtig krank war. Diesmal bringt man Curly in ein anderes Krankenhaus, etwa 160 Kilometer entfernt. Als er dort ankommt, hat er Wahnvorstellungen, sodass er sogar festgeschnallt werden muss. Ich dachte, dass er irgendwann wieder gesund werden würde. Aber es ging ihm immer schlechter. Er konnte nicht sitzen, nicht liegen und überhaupt nichts mehr tun. Alles störte ihn. Die Ärzte hier vermuten, dass er etwas Gefährlicheres hat als das Guillain-Barré-Syndrom. Die dramatische Änderung seines Zustands macht uns misstrauisch, denn das tritt beim Guillain-Barré-Syndrom nicht auf. Es kommt innerhalb von wenigen Tagen und dann wird man schnell wieder gesund. Doch hier zog es sich in die Länge. Es konnte nicht das Guillain-Barré-Syndrom sein. Obwohl Curlys Bluttests alle normal sind, hat Dr. Donovan einen Verdacht. Und wenn er recht hat, dann liegt Bobby Curly im Sterben. Er bemerkt etwas, was vorher übersehen wurde. Bobbys Haare fallen aus. Zusammen mit der Schwäche, der Taubheit in den Gliedern und den starken Schmerzen und Brennen an seinen Fußsohlen diagnostizieren die Ärzte eine Arsen- oder Thalliumvergiftung. Thallium ist ein klassisches Metallgift. Es ähnelt toxikologisch anderen Metallgiften wie dem Arsen oder auch dem Blei. Und führt zu klassischen Vergiftungssymptomen. Ganz charakteristisch bei der Thalliumvergiftung ist der etwa nach 2 bis 3 Wochen eintretende Haarausfall. Und zwar nicht einzelne Haare, sondern büschelweise. Ein spezieller Urintest bestätigt den tödlichen Verdacht. Thallium kann sich über Monate im Körper aufbauen, bevor es seine Wirkung zeigt. Ein Gegengift gibt es nicht. Mein erster Gedanke war, ob ich diesen Patienten retten könnte. Aber zu dem Zeitpunkt, als ich in diesen Fall einbezogen wurde und die Diagnose schon feststand, gab es nicht mehr viel zu tun.
Und ich erinnere mich, wie er auf seine Diplome und Auszeichnungen an den Wänden zeigte und meinte, das alles kann deinem Bruder nicht helfen. Er sagte, dass wir nichts mehr tun können. Dein Bruder wird sterben. Am 26. Oktober fällt Bobby Curley ins Koma. Als es keine Anzeichen mehr für Gehirnaktivitäten gibt, wird die künstliche Beatmung abgeschaltet. Wir verabschiedeten uns alle von Bobby und gingen. Ich konnte Bobby nicht sterben sehen. Es war nicht einfach. Ich sprach mit ihm. Wer weiß, vielleicht hat er mich gehört. Wir wissen es nicht. Es war eine schlimme Zeit. Die Autopsie bestätigt, dass Curley an einer Thalliumvergiftung starb. Höchstwahrscheinlich einer sehr großen Dosis. Doch woher stammte das Gift? Die Abteilung für Sicherheit am Arbeitsplatz des Arbeitsministeriums versucht nun festzustellen, ob Curley während der Arbeit im Chemielabor mit Thallium in Berührung gekommen ist. Sein Kollege glaubt, dass die Arbeit nicht ungefährlich war. In einem Labor habe ich ein Wischtuch gefunden, auf dem stand Thallium-Wischtuch, berühre mich und stirb. Und ich erinnere mich, dass Bobby zu diesem Zeitpunkt schon krank war. Er hat uns gewarnt, mich, Joey und die anderen, bloß nicht in einen bestimmten Raum zu gehen, weil da das Gift Thallium war. Also gingen wir nicht rein. Ein Sprecher der Chemiefirma streitet ab, dass es im Labor Lappen mit Thalliumrückständen gab. Er gibt jedoch zu, dass sich im Lager 5 Flaschen mit Thallium befanden. Man kann Thallium einnehmen, über die Haut aufnehmen und einatmen. In allen 3 Fällen ist man einer Vergiftung ausgesetzt. Um herauszufinden, ob Thallium aus Versehen von den Arbeitern im Labor aufgenommen wurde, nimmt die Gesundheitsbeamtin Susan Shovlin Luft-, Staub- und Schmutzproben jeder Art rund um Curleys Arbeitsplatz. Joanne Curley erzählt den Untersuchungsbeamten auch, dass ihr Mann ein paar Schränke aus dem Labor mitgebracht hat, die nicht mehr gebraucht wurden. Auch die Schränke werden auf Thallium untersucht. Aber alle Ergebnisse sind negativ. Und bei keinem der anderen Elektriker, die gemeinsam mit Bobby Curley im Chemielabor gearbeitet haben, finden die Ärzte Thallium im Körper. Auch Joanne Curley macht einen Thallium-Test. Und sowohl sie als auch ihre 4-jährige Tochter Angela haben Thallium im Körper. Es war nicht genug, um Symptome hervorzurufen. Wir mussten es auch nicht behandeln. Aber es zeigt, dass beide einer ungewöhnlichen Menge von Thallium ausgesetzt waren. Daraufhin untersuchen die Ermittler der Gesundheitsbehörde das Haus der Curleys. Und sie finden Thalliumrückstände in 2 Thermosflaschen, die Bobby jeden Tag zur Arbeit mitnahm. Darin war normalerweise Eistee. Ich wusste nicht, wer das Thallium in die Thermoskannen geschüttet hat. Aber ich wusste, dass es jemand getan hat. Und das hat seinen Tod verursacht. Und wenn jemand den Tod eines anderen verursacht, dann ist das Mord. Wer könnte ein Interesse an Bobby Curleys Tod haben? Wer hat seinen langen, qualvollen Mord auf Raten auf dem Gewissen? Als die Polizei Spuren des Giftes Thallium in Bobby Curleys Thermosflasche findet, befragt sie seine Arbeitskollegen. Sie haben mich gefragt, wie gut er mit den anderen Jungs ausgekommen ist oder ob es irgendwelche Streitigkeiten gab und so weiter. Bobby Curley war erst 32 Jahre alt, als er für den Auftrag im Chemielabor zum Vorarbeiter ernannt wurde. Mit seiner Beförderung wurden ältere und erfahrenere Elektriker übergangen. War vielleicht Neid das Tatmotiv? Die Untersuchungsbeamten finden auch heraus, dass Curley manchmal das Opfer von schlechten Scherzen war. Seine Kollegen haben hin und wieder aus Spaß Gewürze in sein Essen gemischt. Curley war einer von denen, mit denen man seine Späße machen konnte. Scharfer Pfeffer im Kautabak oder sowas in der Art. Und wir haben angenommen, dass jemand vielleicht unbeabsichtigt Thallium in seinen Eistee geschüttet hat, weil er es für Valium gehalten hat, nur um herauszufinden, wie es bei ihm wirkt. Curley selbst machte bei solchen Streichen auch mit. Er hat zum Beispiel kleine Löcher in Abflussrohre gebohrt, die Installateure gerade angebracht hatten.
Ich habe auch schon vorher mit diesen Jungs gearbeitet, aber sie würden keine Streiche mit Chemikalien spielen. Wir haben kleine Spielchen gespielt wie Werkzeuge verstecken und so weiter, aber wir würden uns nicht am Essen vergreifen oder sowas. Sie waren aufgeschmissen. Die Ermittler standen in einer Sackgasse, denn es machte einfach keinen Sinn, dass Arbeitskollegen versuchen sollten, Bob zu töten. Keiner der Arbeiter hatte ein Motiv. Bob war ihr Vorarbeiter, sie arbeiteten für ihn. Und das Verhältnis zwischen Bob und seinen Kollegen war im Großen und Ganzen positiv. Sie akzeptierten ihn als einen sehr guten Elektriker und vor allem als einen guten Vorgesetzten. Dieses Puzzlestück passte hier einfach nicht. Also brauchten wir hier nicht mehr weiter zu suchen. Wir mussten in eine andere Richtung schauen. Als die Ermittler die Thermosflaschen in Curlys Haus näher untersuchen, finden sie Thalliumrückstände, auch an einer kleinen Flasche, die Bobby nie mit zur Arbeit nahm. Seine Frau Joanne erinnert sich, dass ihr Mann einmal eine Thermosflasche von der Arbeit mitbrachte, in der noch ein Rest Eistee war. Also füllte sie diesen Rest in die kleine Thermosflasche um. Joanne sagt, dass sie und ihre Tochter möglicherweise später von diesem Eistee getrunken haben könnten. Das würde zumindest erklären, warum auch in ihren Organismen Thallium gefunden wurde. Nur erklärt es nicht, wer das Gift in die Thermoskanne getan hat. Oder vielleicht doch? Die Eltern und Geschwister von Bobby Curley äußern der Polizei gegenüber einen Verdacht. Sie erklären, dass die Ehe zwischen Bobby und Joanne nicht so glücklich war, wie es in den ersten Monaten schien. Sie halten es sogar für möglich, dass Joanne etwas mit dem Tod ihres Mannes zu tun haben könnte. Daraufhin ordnet der Bezirksstaatsanwalt an, Curleys Körper zu exhumieren, um eine zweite Autopsie vorzunehmen. Der rechtsmedizinische Toxikologe Dr. Frederick Readers war insbesondere daran interessiert, Bobby Curleys Haare zu untersuchen. Wenn eine Substanz wie Thallium im Blutkreislauf zirkuliert, dann bleiben winzige Rückstände davon an der Haarwurzel haften. Thallium bleibt sogar dann noch am Haarstamm zurück, wenn das Haar herauswächst. Ein Haar wächst im Monat durchschnittlich 1,3 cm. Das bedeutet, dass eine Haarsträhne eine medizinische Vergangenheit von 6 Monaten oder mehr aufweisen kann. Aus dieser biologischen Tatsache können Toxikologen wie Professor Gerold Kauert exakte Aussagen ableiten. Die Haaranalyse auf Gifte bietet auch die Möglichkeit, Zeitprofile von Giftaufnahmen zu erstellen, indem man Haarsegmente hintereinander untersucht und die jeweiligen Messwerte aufträgt und dann zum Beispiel feststellen kann, ob vor 3 oder 5 Monaten eine intensive Giftaufnahme stattgefunden hat. Ein solches Zeitprofil wird nun mit Curlys Haaren aufgestellt. Das Ergebnis dieser segmentalen Analyse von Haarproben ist alarmierend. Bobby Curley war dem Gift Thallium ausgesetzt, schon lange bevor er im Chemielabor arbeitete. Die Ergebnisse werden auf dieser Grafik aufgezeichnet. Curley erhielt schon 2 Monate nach seiner Hochzeit eine kleine Dosis Thallium, also ein Jahr vor seinem Tod. Gerichtsmedizinische Tests liefern der Polizei bald sogar noch erschreckendere Anhaltspunkte. Es stellt sich heraus, dass Bobby eine sehr hohe Dosis an Thallium sogar noch während seines Krankenhausaufenthaltes aufgenommen hat. Eine große Menge fand man in Bobbys Gedärmen. Er bekam eine sehr hohe Dosis kurz vor seinem Tod. Die Konzentration in seinen Gedärmen war 1000-mal höher als die Konzentration in seinem Blut und im restlichen Gewebe. Die Untersuchungsbeamten schlossen daraufhin zunächst alle Personen als mögliche Täter aus, die während der Vergiftungsphase keinen Kontakt zu Bobby Curley hatten. Das war eine Untersuchung des logischen Ausschlusses und zum Schluss blieb nur eine Person übrig, die es gewesen sein musste, und das war Joanne. Die Fakten liegen auf dem Tisch. Das Motiv ist allerdings noch unklar. Ich glaube, am Anfang war Bob sehr glücklich.
Aber dann, nur wenige Monate nach der Hochzeit, war ich mir nicht mehr ganz sicher. Bob machte Bemerkungen, die so klangen, als ob er es bereute, geheiratet zu haben. Sie hatten wirklich nicht viel gemeinsam. Er war eher ein ruhiger Typ und sie hat es schon mal krachen lassen. Sie waren beide sehr eigensinnig und jeder wollte seinen Willen durchsetzen. Bestimmte Gespräche deuteten darauf hin, dass die Dinge nicht so liefen, wie sie sollten. Bei ihnen herrschte nicht die eheliche Glückseligkeit vor, wie viele ursprünglich annahmen. Die Polizei findet heraus, dass Bobby kurz nach der Hochzeit Joanne zur einzigen Begünstigten seiner Lebensversicherung macht. Wert $300.000. Gerichtsmedizinische Tests ergeben, dass die Vergiftung ungefähr 2 Monate nach der Hochzeit begann. Das war ein Schock. Ich konnte es nicht glauben, als ob sie es vom ersten Tag an geplant hätte. Sie fing damit an, als der Vertrag, der sie zur alleinigen Begünstigten machte, unterschrieben war. Die Familie erinnert sich an das merkwürdige Verhalten von Joanne. Keiner von uns konnte in das Sterbezimmer gehen und miterleben, wie das Beatmungsgerät abgeschaltet wurde. Nur Joanne. Sie wollte im Zimmer bleiben und Bob sterben sehen. Auch auf Bobbys Beerdigung war Joanne nicht die trauernde Witwe. Joanne hat keine einzige Träne vergossen. Als meine Mutter weinte, drehte Joanne sich zu ihr um und befahl ihr, ruhig zu sein. Joanne Curley wird am 12. Dezember verhaftet und wegen Mordes angeklagt. Angesichts der überwältigenden gerichtsmedizinischen Beweise bekennt sie sich schuldig. Ein sogenannter Plea-Bargain-Handel im amerikanischen Strafrecht ermöglicht bei Schuldeingeständnis ein deutlich geringeres Urteil. So entgeht Joanne Curley der möglichen Todesstrafe. Bei der Urteilsverkündung gibt Joanne dann öffentlich zu, dass sie ihren Ehemann systematisch vergiftet hat. Heute hat Joanne Curley den Mord gestanden. Heute hat sie aufgegeben. In öffentlicher Verhandlung und unter Eid hat Joanne Curley zugegeben, ihren Ehemann über eine längere Periode vergiftet zu haben. Sie gab öffentlich zu, wie und wann sie es getan hat und welches Gift sie benutzt hat. Mehr als 12 Mal hat Joanne Thallium in den Eistee ihres Ehemannes gegeben. Ihr Geständnis stimmt fast vollkommen mit dem Zeitmaßstab von Dr. Readers überein. Über die Parallelen zu ihrem Bekenntnis war ich offen gesagt erstaunt. Ich war gewiss nicht stolz oder erfreut darüber, ich war nur sehr verblüfft. Als sie gefragt wurde, warum sie es getan hat, sagte sie, ich habe ihn wegen des Geldes getötet. Joanne sagt aus, dass sie Rattengift benutzt hat, das sie im Keller ihrer Großmutter gefunden hatte. In dem Rattengift befindet sich das tödliche Thallium. Zuerst gibt sie nur eine geringe Menge in den Eistee ihres Mannes. Später jedoch erhöht sie die Dosis, weil sie befürchtet, dass das Gift nicht wirken könnte. Okay, here's your tea. Ah, thanks, son. Good day. You too. Schließlich beendet Joanne ihre Tat im Krankenhaus. Sie gibt ihrem Mann die letzte tödliche Dosis Gift, eine extrem hohe Dosis Thallium. Sie mischt es wiederum in den Eistee, den sie ihrem Mann mitgebracht hat. Sie gibt es ihm, als er schon im Sterben liegt. That's unbelievable.
Es ist unglaublich, dass man nach 2 Monaten Ehe anfängt, seinen Mann zu töten. Und was mich wirklich sehr gequält hat, ist, dass er sogar noch im Krankenhaus eine Dosis Gift bekommen hat. Denn an diesem Tag war ich auch da und ich saß neben Joanne. Ihre Handtasche war genau zwischen uns. Im Nachhinein zu erfahren, dass das Thallium in ihrer Tasche war, hat mich wirklich sehr gequält. Tests enthüllen, dass Joanne und ihre Tochter erst nach Bobbys Tod eine sehr geringe Menge an Thallium aufgenommen haben. Joanne hat das Gift möglicherweise absichtlich genommen und auch ihrer Tochter eine kleine Menge davon gegeben, um die Polizei von ihrem Verdacht gegen sie abzubringen. Sie streitet das aber ab. Dass zur selben Zeit, als sie ihren Mann vergiftet, dasselbe Gift an seinem Arbeitsplatz zu finden war, ist ein Zufall, der sie fast ungeschoren davonkommen ließ. Erst die wissenschaftlich exakt erstellte Zeittafel hat den fast perfekten Mord mit diesem tödlichen Gift aufgedeckt. Thallium als Rattengift ist heute auf dem Markt nicht mehr verfügbar. Welche Zwecke es in der Industrie sonst noch erfüllt, ist mir im Augenblick nicht bekannt, aber der Laie kommt, weil es nicht mehr vertrieben wird, nicht an diese Gifte heran. Joanne Curley wird zu einer Haftstrafe von 20 Jahren verurteilt. Ich werde Joanne nie verzeihen, was sie Bob angetan hat. Ihn so sterben zu sehen, brach mir das Herz. Und das hätte ich auch für jeden anderen empfunden. Niemand verdient es, so zu sterben. Sacramento, Kalifornien. Irgendwann nach Mitternacht. Stephanie Brown bringt ein paar Freunde nach Hause. In diesem Teil der Stadt kennt sie sich aber nicht aus. Die Freunde empfehlen Stephanie für den Heimweg, die Hauptverkehrsader von Kalifornien zu nehmen, die Interstate 5 nach Norden. Trotz der Anweisungen schlägt sie die falsche Richtung ein. Was dann passierte, lässt sich nur mit Hilfe von Wissenschaft und Psychologie rekonstruieren. In einer Gebirgsgegend außerhalb von Sacramento macht ein Fischer eine grausige Entdeckung. Er findet den halbnackten Körper einer jungen Frau. Sie liegt in einem überschwemmten Bewässerungsgraben. An ihrem Hals erkennt man eine tiefrote Verfärbung, ein Anzeichen dafür, dass sie erwürgt wurde.
Es war ein sehr abgelegenes Gebiet in der Nähe eines Kornfeldes. Es gab weder Häuser noch sonstige Anzeichen von Zivilisation. Und darüber war sie sich während der Fahrt bestimmt bewusst. Wir wissen nicht, wie lange er mit ihr spielte und sie attackierte. Wir wissen nicht, wie lange es dauerte, bis er sie tötete. Die beiden Schulterriemen ihres Oberteils sind durchtrennt und das Rückenteil ist von oben bis unten aufgeschnitten. Offensichtlich wurde das Opfer gefesselt. Kleinere Äste und Blätter unter ihrem BH lassen auch vermuten, dass sie nach ihrem Tod zum Graben geschleppt wurde. Die Polizei findet eine Schere in der Nähe ihres Körpers. Sie vermutet, dass ihre Kleidung damit zerschnitten wurde. Bei der Autopsie findet man auch Spuren von Sperma. Doch für einen DNA-Test sind die Proben unbrauchbar. Das Opfer wird als die 19-jährige Stephanie Brown identifiziert. Als die Ermittler auf diesem Familienvideo sehen, dass Stephanie langes Haar hatte, erkennen sie, dass der Mörder es abgeschnitten hat. Ray Biondi leitet die Mordkommission von Sacramento. Mein erster Gedanke war, wir haben es mit einem perversen Fetischisten zu tun, der Haare abschneidet. In 100 anderen Mordfällen hatte ich so etwas noch nie gesehen. Hat er die Haare abgeschnitten, um sie als Trophäe oder Souvenir mit nach Hause zu nehmen? Wir wussten es nicht. Wir hatten alle bei diesem Fall den gleichen Gedanken. Wir müssen den Mörder dringend finden, denn er wird weiter töten. Stephanie Browns Auto wird 20 Meilen entfernt von der Interstate 5 gefunden. Es zeigt aber in die falsche Richtung. Vermutlich hatte sich Stephanie verfahren. Eine Autopanne hatte sie jedenfalls nicht. Auch der Tank ist fast voll. Nur einen Monat später ereignet sich ein weiterer Vorfall entlang der Interstate 5. Die 26-jährige Charmaine Sabra und ihre Mutter waren zum Abendessen in einem Restaurant. Auf dem Heimweg bleibt ihr Auto auf einem einsamen Stück der I-5 liegen. Ein Mann in einem schwarzen Sportwagen hält und bietet seine Hilfe an. Der Sportwagen ist aber ein Zweisitzer. Deshalb entscheiden Mutter und Tochter, dass Charmaine mitfahren soll, um Hilfe zu holen. Das ist das letzte Mal, dass ihre Mutter sie sieht. Ein paar Monate später. Wiederum in den Ausläufern des Sierra Nevada-Gebirges in Kalifornien. Ein Jäger findet die extrem verwesten Körperreste einer jungen weißen Frau. Die Überreste sind von Tieren verstreut worden, aber die Ermittler finden neben Schädel und Rumpf auch einige Kleidungsstücke. Die Kleidung ähnelt der von Charmaine Sabra, die vor 3 Monaten auf der Interstate 5 verschwunden war. Bis zu diesem Tag fehlte jede Spur von ihr. Die Todesursache ist Erwürgen. Der Saum ihrer Bluse ist herausgeschnitten. Zusammen mit einem Stück gelber Nylonschnur diente er als Strick. Auch Teile ihrer Strumpfhose sind herausgeschnitten und um ihre Handgelenke gebunden. Die Unterhose des Opfers und die Schulterriemen ihres BH sind ebenfalls zerschnitten. Der Kriminologe Jim Streeter analysiert die Kleidung. So zerschnittene Kleidungsstücke hatte ich bis dahin überhaupt noch nicht gesehen. Dieses Verhalten war vollkommen neu. Und auch andere Ermittler, mit denen ich sprach, haben mir das bestätigt. In jedem anderen Fall hätte das Zerschneiden einen Sinn. Aber hier war es so ungewöhnlich, dass es zur Visitenkarte des Mörders wurde. Diese scheinbar sinnlose Handlung war die Unterschrift des Mörders. Genau wie Stephanie Brown wird auch Charmaine Sabras Körper mehr als 50 Meilen von der Stelle entfernt gefunden, an der ihr Wagen liegen geblieben war. Charmaines Mutter kann den Fahrer nicht detailliert beschreiben. In der Dunkelheit hat sie ihn nicht erkannt. Woran sie sich erinnert, ist lediglich, dass es ein weißer Mann um die 40 war, mit großer Nase und blasser Haut. Bruce Henderson beschreibt die Spitzfindigkeit dieses Mörders in seinem Buch Trace Evidence – Spurensicherung.
Er hat die Polizei an der Nase herumgeführt, denn er schleppte seine Opfer über große Entfernungen und hinterließ saubere Tatorte, das heißt ohne Fingerabdrücke oder irgendetwas anderes, das ihn in Verbindung mit dem Verbrechen oder dem Opfer bringen könnte. Zwei Wochen später wird die Polizei erneut alarmiert. Ein weiterer Mord, 35 Meilen südöstlich von Sacramento. Es ist der verweste Körper einer weißen Frau. Er liegt nur ein paar Meilen von der Stelle entfernt, wo auch Stephanie Browns Körper hingeworfen wurde. Sie war mit ihrem eigenen Hemd an Händen und Füßen gefesselt worden. Ihre Arme waren auf den Rücken gebunden und das Hemd war auch um ihren Hals geschlungen. Damit wurde sie erwürgt. Ihr rückenfreies Top und ihre Strümpfe sind auf dieselbe scheinbar sinnlose Art zerschnitten. Anhand von Zahnuntersuchungen wird die Leiche identifiziert. Es ist die 20-jährige Laura Hiddick. Das letzte Mal vor ihrem Tod wird Laura in einem Rotlichtbezirk in Sacramento gesehen. Dort ist sie mit ihrem Freund zusammen, James Driggers. Die beiden brauchen Geld für Drogen. Und Driggers erzählt der Polizei anschließend, dass Laura mit Prostitution einverstanden war. Laura fährt mit einem Kunden weg, in einem weißen Auto. James Driggers sagt, dass er sie nie wieder sah. Aber Driggers macht einen Lügendetektortest und fällt durch. Ist er ihr Freund oder ihr Mörder? Die ersten, die du aussondern musst, sind die um das Opfer herum. Aber obwohl die Polizei nun einen Verdächtigen hat, gehen die Ermittlungen weiter. Man will dem Mörder eine Falle stellen, mit als Prostituierte verkleideten Lockvögeln. Doch trotz aller Bemühungen geschehen weitere Morde. Auf einem Pfad im entlegenen Wald von Deer Creek entdecken Wanderer eigenartige Blutspuren. Sie gehen den Spuren nach und finden den nackten Körper einer weißen Frau. Sie wurde in Hals, Brust und Schulter gestochen. Ihr Hemd, ihre Shorts und ihre Unterwäsche sind auf dieselbe sinnlose Weise zerschnitten wie bei den anderen Fällen. Das Opfer wird als die 25-jährige Karen Finch identifiziert. Sie ist geschieden und Mutter einer zweijährigen Tochter. Ihr Auto wird in der Nähe der Interstate 5 gefunden, völlig funktionsfähig. Doch diesmal machen die Ermittler noch eine weitere Entdeckung. Da war ein Stück Klebeband in ihrem Haar. Und da wussten wir, genau das passierte auch bei Stephanie Brown. Deshalb hat er ihre Haare abgeschnitten. Wie in den anderen Fällen trieb er sein Opfer vermutlich vor sich her, gefesselt und geknebelt mit einem Klebeband. Normalerweise entfernt er später das Klebeband, aber dieses Mal geht etwas schief. Wahrscheinlich wehrte sich Karen Finch energisch. Das macht den Mörder unsicher und er ersticht sie mit der Schere. Seine anderen Opfer hat er alle erwürgt. Eilig verlässt er dann den Tatort, ohne allerdings das Klebeband vollständig zu entfernen. Einige Wochen später findet die Polizei ein weiteres Opfer. Der nackte und verweste Körper der 17-jährigen Darcy Frackenpole liegt in einem verlassenen Gebiet abseits des Highways in der Nähe des Lake Tahoe. Darcy Frackenpole ist eine Ausreißerin, die als Prostituierte in Sacramento arbeitete. Ihre Strumpfhose steckt in ihrem Mund und die Kleidungsstücke sind wahllos zerschnitten. Die Todesursache ist Erwürgen. Ihre Bluse ist mit einer Art Wirkschraube um ihren Hals gebunden. In der Nähe ihrer Kleider findet man auch Teile von einem Strick. Er hatte im Grunde Spaß mit ihr, mit dieser Wirkschraube um ihren Hals. Er hat sie vermutlich hin und her gezogen. Mal sollte sie stehen bleiben, dann wieder gehen. Sie musste immer das tun, was er sagte, und sie hoffte, dass er ihr dann nichts tun würde. Aber am Ende erwürgte er sie. Der Strick, den man am Tatort findet, ist aus Nylon. Nach langer Recherche findet die Polizei heraus, dass ein solcher Strick für Fallschirme benutzt wird.
James Driggers fiel zwar durch den Lügendetektortest, doch nun wird er nicht länger verdächtigt. Zum Beispiel hat er kein Auto, um die Opfer zu den abgelegenen Orten zu schleppen. Er hat auch keine Verbindung zu Fallschirmen. Die Akte Driggers wird geschlossen. Jetzt konzentriert sich die Mordkommission wieder auf die Unterschrift des Mörders. Aus irgendeinem Grund ist das Zerschneiden der Kleider wichtig für ihn. So wichtig, dass er es bei all seinen Mordfällen tut. Der Kriminalist und Buchautor Stefan Harbort ist Fachmann für solch auffälliges Täterverhalten. Harbort hat alle Morde deutscher Serienmörder analysiert, von 1945 bis heute. Dadurch hat er zahlreiche Täterprofile erarbeitet. Dieses Wissen ist Grundlage für mehrere Bücher über Fallanalysen oder Profiling. Das Zerschneiden der Opferkleidung in einer bestimmten Art und Weise deutet darauf hin, dass diese Handlung für den Täter von zentraler Bedeutung war. Es ist davon auszugehen, dass sie einen besonderen emotionalen Kick für ihn bedeuten. Aus kriminalpsychologischer Sicht ist diese Handlung besonders beachtenswert, weil die sexuelle Perversion des Fetischismus durchschimmert. Sexualität und Ritual. In diesem Fall ist die Verbindung tödlich. Insbesondere sadistisch oder fetischistisch veranlagte Serienmörder neigen dazu, durch bestimmte Tathandlungssequenzen, die rituellen Charakter haben, ein bestimmtes Tatmuster zu zelebrieren, das sie dann als Serientäter kennzeichnet. Auch für seine amerikanischen Kollegen steht fest, der Täter ist ein geistig labiler Serienmörder. Seine Unterschrift besteht aus den zerschnittenen Kleidungsstücken. Doch dann werden die Ermittler auf einen Fall aufmerksam, der schon über 20 Jahre zurückliegt. Ist es möglich, dass dieser Mann der meistgesuchte Massenmörder in Kalifornien ist? Die Fahndung nach einem Serienmörder in Kalifornien nimmt eine unerwartete Wendung. Hey, you working tonight? Deborah Guffey ist eine Straßenprostituierte im Zentrum von Sacramento. Eines Abends steigt sie in das Auto eines Freiers. Die beiden fahren auf einen Parkplatz. Nachdem er das Auto geparkt hat, wird der Freier gewalttätig. Er schlägt ihren Kopf gegen das Armaturenbrett und versucht, ihr Handschellen anzulegen. Doch irgendwie schafft es Deborah Guffey zu fliehen. Zufällig ist eine Polizeistreife in der Nähe, bemerkt den Überfall und nimmt den Angreifer fest. Der Mann heißt Roger Kibbe. Er ist 48 Jahre alt, Leiter eines öffentlichen Lagerhauses, verheiratet und hat eine Tochter aus früherer Ehe. Die Polizei forscht in der Vergangenheit von Roger Kibbe und entdeckt, dass er vor 30 Jahren, also im Alter von 15, schon einmal verhaftet wurde. Er stahl Unterwäsche von einer Wäscheleine und zerschnitt sie sinnlos und wahllos mit der Schere seiner Mutter. Das Westfälische Zentrum für forensische Psychiatrie in Eichelborn. Dr. Michael Osterheider befasst sich schon seit Jahren mit der abnormen Psyche von Gewalttätern. In der Regel handelt es sich hierbei um Personen, die relativ große Schwierigkeiten haben, Kontakt aufzunehmen, also zu kommunizieren. Wir sprechen von randständigen, sozial gehemmten Personen, die über den Umweg über ein Objekt, in dem Fall Kleider, einen Zugang finden zu etwas, was ihre Begierde erregt. In der Regel handelt es sich dabei um Personen, die Schwierigkeiten haben, Kontakt zum Beispiel zu Frauen aufzunehmen und den Fetischismus als ihre Form der sexuellen Befriedigung erleben. Roger Kibbe hatte ein schlechtes Verhältnis zu Frauen, wie er der Polizei mitteilte, besonders zu seiner Mutter. Wenn wir gerade auch bei unserem Patienten in die Biografie zurückgehen, sehen wir häufig frühe Störungsmuster in der Kindheit schon durch Verhaltensauffälligkeiten, teilweise medizinisch-psychologischer Art, Bettnässen, Sprachverzögerungen wie Stottern etc. und Schulversagen, frühe Delinquenz, also Diebstähle,
kleineren Umfanges oder auch ganz bedeutsam Tierquälereien, die dann ein bestimmtes Ausmaß annehmen können. Eine Überraschung für die Polizei. Roger Kibbe ist Fallschirmspringer. Und an einem der Tatorte fand man einen Fallschirmstrick. Kibbes Bruder ist bei der Mordkommission in Nevada. Noch ein Hinweis, der die Polizei aber nicht verwundert. Sie vermutet bereits, dass der Mörder sich mit Techniken der Verbrechensaufklärung auskennt. Roger Kibbe hat zwei Autos. Das eine ähnelt dem, in das Charmaine Sabra stieg. In dem anderen findet die Polizei ein Stück Strick, an dessen Ende eine Würgeschraube befestigt ist. Des Weiteren ein paar Handschellen und eine Schere. Wir wussten, wer unser Mörder war. Es war Roger Kibbe. Aber uns fehlte der Beweis, ihn des Mordes zu überführen. Die Toten liefern wenige Beweise. Das Sperma, das man auf den Opfern findet, war entweder verrottet oder durch Regen und Schnee weggespült. Die Kriminologin Faye Springer ist eine Expertin in Trace Evidence, ein Verfahren, Verdächtige oder Opfer mit Tatorten in Verbindung zu bringen. Faye Springer untersucht Tausende von Haaren, Fasern und sonstiges Material, das man auf den Kleidern der Opfer fand. Auf Darcy Frackenpools Kleid findet sie zwei Teppichfasern. Sie sind blau, dreieckig und aus Nylon. Als sie diese Fasern mit den Fußmattenfasern in Roger Kibbes Auto vergleicht, entdeckt sie, dass sie die gleiche Farbe, die gleiche Größe und die gleiche Form haben. Außerdem bestehen sie aus demselben Polymer und sind mit denselben Chemikalien gefärbt. Und als Faye Springer näher hinsieht, entdeckt sie noch etwas anderes auf den Fasern. Als ich die Fasern unter dem Mikroskop betrachtete, bemerkte ich Verunreinigungen auf der Oberfläche. Es war ein eiförmiges Teilchen, das sich später als pilzartige Spore herausstellte. Die gleichen Pilzsporen befinden sich auf den Fasern der Fußmatte in Kibbes Auto. Das menschliche Haar, das auf einem der Kleider der Opfer gefunden wird, ähnelt mikroskopisch gesehen dem Haar, das man von Kibbes Oberschenkel nimmt. Springer findet außerdem Haare von zwei Hunden und einer Katze auf diesem Kleid. Roger Kibbe hat zwei Hunde und eine Katze. Schließlich untersucht die Kriminalistin die Strumpfhose, mit der Charmaine Sabras Handgelenke festgebunden wurden. Und sie bemerkt etwas, das vorher übersehen wurde. Manchmal ist es ein Vorteil, in diesem Job eine Frau zu sein. Dann weiß man zum Beispiel, dass Strumpfhosen auf links gedreht sind, wenn man sie auszieht. Männer können das nicht wissen, es sei denn, sie ziehen eine Strumpfhose an. Als sie die Strumpfhose wieder umdreht, entdeckt Faye Springer viele kleine Fasern, besonders auf der hinteren Oberschenkelseite. Als sie diese Fasern mit denen auf Kibbes Beifahrersitz vergleicht, stellt sie eine mikroskopische Ähnlichkeit fest. Zum Schluss untersucht sie die Teile des Seils, die man in Kibbes Auto und in seinem Lagerschuppen fand. Beim ersten flüchtigen Blick scheinen sie identisch zu sein mit dem Strick, der in der Nähe von Darcy Frackenpools Körper gefunden wurde. Alle bestehen aus weißem Nylon mit 6 Fasern und 32 Einzelfäden. Aber als Faye Springer sich den Strick unter dem Mikroskop genauer anschaut, bemerkt sie etwas Seltsames. Ich sah etwas rote Farbe und ein paar schwarze Teilchen auf dem Strick. Und die gleichen Farbteilchen sah ich auf dem anderen Stück, das bei Darcys Leiche gefunden wurde. Dadurch war eine fast untrügliche Verbindung zwischen Roger Kibbe und Darcy Frackenpool hergestellt. Aber die Farbteilchen sind winzig, nur ungefähr 6 Mikrone groß, der 6-millionste Teil eines Meters. Erst unter einem Elektronenmikroskop gelingt eine umfassende Analyse der anorganischen Bestandteile der Farbe. Man findet 10 unterschiedliche Elemente, durchaus üblich in der chemischen Zusammensetzung von roter Acrylsäurefarbe. Aber man findet noch 2 weitere ungewöhnliche Elemente, Natrium und Chlor. Das sind Luftverunreinigungen. Und die finden sich auf allen 3 Teilen des Stricks, ebenso die rote Farbe. Sie ist offensichtlich in der Nähe des Stricks versprüht worden. Damit liefert die Wissenschaft den notwendigen Beweis. Der Strick, der bei Darcy Frackenpools Körper gefunden wurde, und die Stricke, die in Roger Kibbes Auto und in seinem Lagerschuppen gefunden wurden, müssen dicht nebeneinander gelegen haben, als jemand offensichtlich eine rote Acrylsäurefarbe aus einer Dose versprühte.
Der Strick war im Grunde der Gnadenstoß in all den Fällen. Auf den drei Schnüren war dieselbe rote Farbe und das bedeutete, dass Roger Kibbe am Tatort von Darcy gewesen ist. Ich sagte, meine Damen und Herren, er steckt in der Klemme. Er ist schuldig. Der Mord an Darcy Frackenpool ist aufgeklärt. Roger Kibbe wird schuldig gesprochen und zu lebenslänglicher Haft verurteilt. Die anderen Morde können Kibbe bisher nicht nachgewiesen werden. Roger ist nur wegen eines Mordes im Gefängnis. Es muss noch eine weitere Verhandlung geben. Auch die anderen Familien brauchen eine Versöhnung vor Gericht. Der Polizei ist aber eines entgangen. Kibbe hat seiner Frau alles gestanden, und zwar schon am Abend seiner Festnahme. Bis zu diesem Abend hatte ich nicht gewusst, dass er mit den Morden etwas zu tun hatte. Aber als er verhaftet wurde, saß ich neben ihm im Polizeiwagen. Und da erzählte er mir, dass er 5 Menschen getötet hat. Nein, 4, Entschuldigung, es waren 4. Ich weinte und er weinte auch. Ich fragte ihn, warum. Er sagte, er wüsste es nicht. Viele Täter empfinden Erleichterung. Bei Serientätern sieht man häufig, dass sie immer größere Risiken eingehen, sodass man das Gefühl haben kann, sie legen es drauf an, sozusagen erwischt zu werden. Einige haben uns gegenüber sehr deutlich geschildert, dass sie das als Entlastung erlebt haben, damit nichts Schlimmeres passiert. Andererseits gibt es aber auch Täter, die mit den Ermittlern spielen, Fallen legen, die ablenken wollen und die auch das Spiel sozusagen mit den Ermittlern als zusätzlichen Kick, als zusätzlichen Machtfaktor erleben. Roger Kibbe spielte mit beiden, der Polizei und seinen Opfern. Noch immer besteht die Möglichkeit, dass er auch für die anderen Morde schuldig gesprochen wird. Doch trotz aller Indizien, bisher fehlen die Beweise. Ich wünschte, ich hätte etwas tun können. Ich wünschte, ich hätte diese Morde verhindern können. Es tut mir leid. I'm sorry. Aber das Morden hat erst ein Ende, als die Wissenschaft Roger Kibbe überführen konnte. Ist im nächsten Fall ebenfalls ein Serienmörder unterwegs? Der Tod eines Highschool-Lehrers sieht zunächst nach einem Unfall aus. Doch eine Kassette, die das Opfer nur 3 Tage zuvor aufgenommen hat, lässt Zweifel aufkommen. Durham in North Carolina. Die Stadt ist nicht nur bekannt wegen ihres historischen Kerns, der Duke University und ihrer weltberühmten Klinik, sondern auch wegen eines äußerst ungewöhnlichen Todesfalls. Russell Steger ist ein beliebter Basketballtrainer und Fahrschullehrer an der High School von Durham. Nach der Universität heiratet Russell seine Highschool-Liebe Jo Lynn. Russ war ein sehr freundlicher, mitfühlender und fürsorglicher Mensch. Er stand mit beiden Beinen mitten im Leben und er hatte ein sehr weiches Herz. Leider ist Russ Steger in seinem Privatleben nicht so erfolgreich wie im Berufsleben. Denn Russ und Jo Lynn ließen sich nach 4 Jahren Ehe scheiden. Knapp 2 Jahre später heiratet Russ die 31-jährige Witwe Barbara Ford. Er adoptiert auch ihre 2 Söhne Brian und Jason. Barbara arbeitet als Sekretärin in der Universitätsklinik von Duke. Russ arbeitet weiterhin als Lehrer und Trainer. An den Wochenenden dient er zusätzlich als Reservist der Nationalgarde und gemeinsam mit seiner neuen Frau Barbara unterrichtet er nun auch noch in der Sonntagsschule ihrer Kirche. Nach außen hin scheinen Russ und Barbara Steger eine Bilderbuchehe zu führen. Aber das ändert sich in den frühen Morgenstunden eines Tages im Februar. Kurz bevor die Nachtschicht vorüber ist, erhält die Polizei einen Notruf aus dem Hause der Stegers. Sie findet Russ Steger in seinem Bett mit einer Schusswunde im Hinterkopf. Er stirbt 3 Stunden später im Krankenhaus. Sie sagte die ganze Zeit, ich habe ihn immer wegen dieser verdammten Pistole gewarnt. Damn guns.
Barbara Steger liegt neben ihrem Mann im Bett, als der tödliche Schuss abgefeuert wird. Aus seiner eigenen Waffe. Sie sagt, dass Russ in der letzten Zeit immer mit einer 25mm Pistole unter seinem Kopfkissen schlief. Sie sagte, dass es in der Gegend Probleme mit Herumstreichern gab und hatte Angst. Deswegen hätte Russ beschlossen, mit einer Pistole unter dem Bett oder in der Nähe seines Bettes zu schlafen. Sie versuchte uns gegenüber den Eindruck zu vermitteln, dass sie dagegen war. Barbara sagt weiter aus, dass sie kurz vor der Morgendämmerung von einem ihrer Söhne, der ins Badezimmer ging, geweckt wurde. Sie befürchtet, dass Russ ihren Sohn versehentlich für einen Einbrecher halten würde und versucht deshalb, die Pistole unter seinem Kissen hervorzuholen. Dabei löst sich versehentlich ein Schuss, der Russ in den Hinterkopf trifft. Der Tod wird zu einem Unfall erklärt. Doch seltsamerweise wiederholt sich die Geschichte, denn auch Barbaras erster Ehemann starb bei einem Schießunfall. Er war dabei, seine 25mm Pistole zu reinigen, als sich versehentlich ein Schuss löst und ihn in die Brust trifft. Barbara Steger wird zum zweiten Mal Witwe, wieder durch einen Schießunfall. Die Tatsache, dass die Pistole unter dem Kissen aufbewahrt wurde, dass die Ehefrau sie unter dem Kissen hervorholte und dabei aus Versehen ein Schuss losging und dass der Schuss ihren Ehemann tödlich in den Kopf traf, all diese Faktoren müssen wir ganz genau betrachten, denn sie sind sehr ungewöhnlich. Das ist keine gewöhnliche Abfolge von Ereignissen. Einige Stunden nach dem Tod von Russ Steger geht Inspektor Rick Buchanan zum Tatort, um ein paar Routinefragen zu stellen. Als er dort eintrifft, entfernt Barbaras Vater gerade die blutigen Bettlaken, das Kissen und die Tagesdecke. Da der Tod als Unfall angesehen wird, zieht man das Bettzeug nicht als Beweismittel in Betracht. Dann unterhält sich Buchanan mit Barbara Steger. Sie war etwas zurückhaltend und sicher nicht allzu freundlich. Sie ist doch nicht gerade in herzzerreißendes Schluchzen ausgebrochen. Sie zeigte mir das Schlafzimmer. Es war mittlerweile gereinigt. Die Bettwäsche war beseitigt worden und das Bett war gemacht, wie an einem ganz gewöhnlichen Tag. Barbara Steger wiederholt ihre Darstellung über den Tod ihres Mannes. Sie erklärt, dass die Pistole versehentlich losging, als sie sie unter dem Kissen hervorholte. Sie erzählt Buchanan, dass sie mit Russ 9 Jahre lang glücklich verheiratet gewesen sei. Something wasn't right. Irgendetwas stimmte da nicht, aber ich wusste nicht was. Ich hatte keinen Beweis dafür, dass es etwas anderes war als eben ein Schießunfall. Die Nachricht über Russ Stegers Tod beunruhigt besonders seine erste Frau Jo Lynn. Meine Mutter erzählte mir, dass er versehentlich von seiner Frau erschossen wurde. Doch meine Reaktion war, das kann kein Unfall gewesen sein. Und ich erinnere mich an die Antwort meines Vaters. Er sagte, dass ich es zwar vermuten, aber nicht wissen könnte. Darauf antwortete ich, nein, ich weiß es, es war kein Unfall. Jo Lynn schreibt der Polizei einen Brief, weil Russ ihr vieles anvertraut hat. Russ erzählte ihr, dass Barbara große Summen von ihrem gemeinsamen Bankkonto abgehoben hat. Er vermutete auch, dass sie Affären mit anderen Männern hat. Einmal hat er sie sogar mit einem anderen Mann gesehen. Die Ermittler nehmen Barbaras Vergangenheit unter die Lupe. Sie haben erhebliche Zweifel an ihrer Darstellung. Ihr erster Ehemann war schon mit einer 25mm Pistole im Bett getötet worden. Wir hatten es also mit einer Frau zu tun, deren beide Ehemänner mit einer 25mm Pistole im Bett getötet wurden. Und sie ist in beiden Fällen dabei gewesen. Beide Todesfälle wurden zu Unfällen erklärt. Deshalb haben wir uns das Ganze näher angesehen. Immediately we began looking at this closely.
Sie untersuchen noch einmal die Akten über den Tod von Barbaras erstem Ehemann. Aber sie können nichts finden, was gegen einen Unfall sprechen würde. Larry Fords Familie kämpft zwar darum, dass der Fall als potenzieller Mord untersucht wird, doch die gerichtliche Entscheidung wird nicht mehr geändert. Barbara erbt das gesamte Vermögen von Larry Ford. Zweifel bleiben. Nun haben es die Beamten mit einem weiteren merkwürdigen Todesfall zu tun und nicht nur sie haben noch eine Menge Fragen. Ich war verzweifelt auf der Suche nach der Wahrheit. Ich wollte eine ausgiebige Untersuchung. Wenn es ein Unfall war, gut. Aber wenn es, wie ich vermutete, kein Unfall war, dann wollte ich das ans Tageslicht bringen. 90% unserer Arbeit beruhen auf gesundem Menschenverstand. Der Rest ist Gesetz. Wenn etwas wie eine Ente aussieht, wie eine Ente geht und quakt, dann ist es eben eine Ente. Könnte es also sein, dass Barbara Steger nicht die trauernde Witwe ist, sondern eine Serienmörderin? Die Untersuchung wird ein Fall für die Wissenschaft. Der Fall liegt 10 Jahre zurück, doch Larry Fords Tod wird immer rätselhafter. Offiziell wurde sein Tod zu einem Unfall erklärt und eigentlich wäre der Fall schon längst vergessen. Nur Russ Steger, Barbaras zweiter Ehemann, dachte offensichtlich noch an diesen Fall, kurz vor seinem eigenen Tod. Denn er teilte seiner Ex-Frau Jo Lynn mit, dass er um sein Leben fürchtete. Er wusste, dass ihr erster Ehemann unter mysteriösen Umständen gestorben war. Also brauchte er nur 1 und 1 zusammenzuzählen. Er meinte allerdings auch, er hätte Wahnvorstellungen. Er benutzte dieses Wort sehr häufig. Wahrscheinlich bin ich nur paranoid. Barbara Steger sagt aus, dass der Schuss losging, als sie die Pistole unter dem Kissen hervorholte. Aber sie sagt auch, sie habe die Pistole versehentlich am Abzug berührt, bevor sich der Schuss löste. Wie wahrscheinlich Barbaras Darstellung ist, lässt sich anhand von Schussuntersuchungen nachprüfen. Die Betätigung des Abzuges aus Versehen ist bei den gängigen Straftäterwaffen eigentlich eher unrealistisch. Denn ein vorgespannter Revolver hat immer noch einen Abzugswiderstand von etwa 1200 Gramm. Eher passieren kann sowas natürlich bei Sportpistolen, weil die Abzüge da häufig sehr leicht eingestellt sind. Oder bei Jagdwaffen, wenn der Abzug erheblich unter 1000 Gramm eingestellt ist, über den Stecher, dann kann es schon mal zu einer unbeabsichtigten Schussabgabe kommen. Im Landeskriminalamt Niedersachsen lässt sich exakt die Kraft messen, die man benötigt, um eine Waffe abzufeuern. Dazu spannt Klaus Zimmermann jede beliebige Waffe in eine Apparatur ein, die den Abzug automatisch auslöst. Die Daten werden auf einen Computer übertragen. Die benötigte Kraft liegt meistens deutlich über 1 Kilogramm. Die Pistole im Fall Steger hat sogar einen Abzug von 2 Kilo. Bei der Autopsie entdecken die Gerichtsmediziner eine weitere Unstimmigkeit zu Barbaras Aussage. Die tödliche Kugel trifft Russ Steger nicht, als sie die Pistole unter dem Kissen hervorzieht, sondern wird von oben nach unten zeigend abgefeuert. Dr. Christian Schümer arbeitet am Rechtsmedizinischen Institut in Homburg. Bei Hunderten von Autopsien pro Jahr sind auch Kopfschussverletzungen keine Seltenheit. Entsprechend umfangreich sind Schümers Erfahrungen. Der Einschusswinkel wird üblicherweise über die Schusskanalrekonstruktion im Körper am präzisesten ermittelt. Sie kennen das alte Verfahren, in dem Sonden dann in den Schusskanal eingelegt werden. Die können dann fotografisch in allen Raumrichtungen fotografiert werden, sodass man später dann simulieren kann, wie der Tatablauf war, wie die Schüsse auf den Körper des Getroffenen aufgeprallt sind und ihn durchdrungen haben. Und noch ein weiteres Indiz ist sonderbar. Die Patronenhülse wurde nahe bei Russ Stegers Kopf gefunden.
Der Waffenexperte Eugene Bishop findet aber heraus, dass die Hülsen zur rechten Seite herausgeschleudert wurden. Wenn Barbaras Version der Geschichte stimmt, müsste man die Patronenhülse also ungefähr in der Mitte des Bettes finden. Was ihre Geschichte betrifft, kann ich nur sagen, mit meinen Befunden stimmt sie nicht überein. Wenn man sich die Bilder des Tatorts und die Lage der Patronenhülse ansieht, wird klar, dass Barbara Steger nicht aus der von ihr geschilderten Position geschossen haben kann. Bei einem Schuss werden Staub, Öl und Schießpulver aus dem Lauf ausgestoßen. Dieser Schmauch, diese Gase treten nach dem Geschoss aus dem Lauf aus und verteilen sich dann. Sicher nachweisbar sind diese Spuren in Bereichen bis zu 1 Meter, 1,20 Meter. Wenn der Schuss also direkt am Kopf des Toten losgegangen war, wären dort Schmauchspuren entstanden. Genauso wie auf der Bettwäsche. Barbaras Vater hat die Laken zwar sofort nach dem Unfall waschen lassen, aber selbst dann kann man Pulverrückstände noch nachweisen. Seltsamerweise findet man an diesem Laken aber keinerlei Schmauchspuren. Nach all diesen Widersprüchen bittet Rick Buchanan Barbara Steger, selbst vorzuführen, was genau an diesem Morgen geschah. Die Nachstellung wird auf Video aufgezeichnet. Barbara Steger stellt ihre Version der Geschichte nach. Ein Beamter spielt die Rolle des Toten. Und sogleich fallen auch Barbara selbst Unstimmigkeiten auf. Sie versucht also den Körper so hinzulegen, dass die Lage zu ihrer Geschichte passt, aber sie schafft es nicht. Sie ist eine verlogene Schlampe. Das habe ich wahrscheinlich auch genauso gesagt, als ich mir das Video immer und immer wieder anschaute. Es gab keinen Zweifel daran, dass sie absichtlich geschossen und Russ Steger getötet hat. Überhaupt keinen Zweifel. Die Polizei bezweifelt auch, dass ein Soldat der US-Nationalgarde, der an Waffen ausgebildet ist, eine Pistole unter sein Kopfkissen legt, geladen und ungesichert. Immer mehr Hinweise stellen die Behauptung in Frage, dass Russ Stegers Tod ein Unfall gewesen war. Schließlich findet die Polizei heraus, dass Barbara sehr viel Geld ausgab und das Paar hoch verschuldet war. Irgendwann musste Barbara dann einen Kredit aufnehmen. Den konnte sie aber nicht zurückzahlen und fragte bei einer zweiten Bank schließlich nach noch einem Kredit, um damit das erste Darlehen abzubezahlen. Bei diesem zweiten Kredit konnte sie die Dokumente mit nach Hause nehmen, um sie auch von ihrem Mann unterschreiben zu lassen. Die Staatsanwaltschaft wendet sich an einen weiteren wissenschaftlichen Experten. Der Dokumentenprüfer Dervid Matheny vergleicht verschiedene Unterschriften von Russ Steger. Zum Beispiel die auf dem zweiten Bankdarlehen und die in seinem Testament, das seltsamerweise kurz vor seinem Tod noch überarbeitet wurde. Ich bekam das Testament, einige Schecks und andere Dokumente, die alle mit dem Namen Russell Steger unterschrieben waren. Aber das war nicht seine Unterschrift. Auch unter dem Testament war die Unterschrift gefälscht worden. Wenn nicht Russell Steger diese Dokumente unterschrieben hatte, wer dann? Mit einigen dieser gefälschten Schecks wurde Geld auf Barbara Stegers Privatkonto überwiesen. All diese finanziellen Hinweise zeigten uns, dass Barbara hoch verschuldet war und Russ davon nichts wusste. Die Begünstigte der ebenfalls gefälschten Lebensversicherung in Höhe von $170.000 war keine andere als seine Frau Barbara Steger. Der letzte Beweis in diesem Fall kommt aus einer sehr überraschenden Quelle, von dem Toten selbst. Als einer von Russ Schülern dessen Schließfach in der Turnhalle der Durham High School ausräumt, findet er eine Kassette. Die Stimme darauf erkennt er sofort. This is Russ Steger.
This is January 29, 1988, 10 minutes of 2. She stood there to see if I took. Die Kassette wurde genau 3 Tage vor Russ Degers Tod aufgenommen. Darauf äußert er seine Befürchtung, dass seine Frau Barbara plane, ihn zu ermorden. Er glaubt auch nicht an den angeblichen Unfalltod ihres ersten Mannes. Was ich auf dieser Kassette hörte, klang so echt. So etwas habe ich bisher noch nie in einer Strafsache erlebt. Denn normalerweise hat das Opfer keine eigene Stimme im Gerichtssaal. In diesem Fall ist das anders. Das Opfer hat eine Stimme. Es erzählt uns alles quasi selbst, seine Gefühle, seine Erlebnisse und Sorgen. Und das kurz vor seiner Hinrichtung, sozusagen. Die Staatsanwaltschaft hat, was sie braucht, ein Motiv und ausreichende Beweise. Barbara Steger wird wegen Mordes verhaftet. Die Staatsanwaltschaft vermutet, dass Barbara den Mord an ihrem Mann lange im Voraus geplant hat. Aus den Tonbandaufzeichnungen von Russ Steger geht hervor, dass sie ihn offenbar zunächst vergiften wollte. Die Pillen gibt sie als Aspirin aus. Doch Russ weigert sich, die Pillen zu nehmen. Deshalb greift sie zur Pistole. Kurz vor Morgendämmerung nimmt Barbara Steger die 25mm Pistole aus der Schublade einer Kommode, geht zu ihrem schlafenden Ehemann und schießt ihm in den Hinterkopf. Die Kugel dringt von oben in seinen Kopf ein. Die Waffe hält sie so weit entfernt, dass keine Schießpulverflecken auf dem Bettzeug zurückbleiben können. Um den Tatort zu präparieren, legt Barbara die Patronenhülse direkt neben den Kopf ihres Mannes. Das ist ein Fehler. Denn wenn die Pistole unbeabsichtigt losgegangen ist, als Barbara sie unter dem Kopfkissen hervorholt, dann müsste die Patronenhülse nach rechts geschleudert worden sein, Richtung Fußende. Der Schusswinkel, die Lage der Patronenhülse, die fehlenden Schießpulverflecken, das gefälschte Testament, die gefälschte Lebensversicherung und vor allem Russ Stegers Vorhersage von seiner eigenen Ermordung auf Kassette liefern den Geschworenen einen bestechend einfachen Fall. Barbara Steger wird des Mordes schuldig gesprochen und zum Tode verurteilt. Nach einer Revision wird ihre Strafe zu lebenslanger Haft umgewandelt. Schusstodesfälle in Deutschland stellen ein vergleichsweise geringes Kontingent an Untersuchungen dar. Das hängt einfach mit unserer restriktiven Waffengesetzgebung zusammen. In ganz seltenen Fällen, die natürlich immer etwas spektakulär sind, handelt es sich tatsächlich um Tötungsdelikte. Aber wir sind zuversichtlich, das rauszukriegen. Ohne gerichtsmedizinische Untersuchungen hätte der Justizapparat nur Theorien und Spekulationen gehabt. Zu einer strafrechtlichen Verfolgung reicht das aber nicht aus. Hier kann nur die Gerichtsmedizin die notwendigen Beweise liefern. Die Staatsanwaltschaft vermutet, dass Barbara Steger auch für den Tod ihres ersten Mannes verantwortlich ist. Da sie aber ohnehin ein Leben lang im Gefängnis bleiben wird, hält man eine weitere strafrechtliche Verfolgung nicht mehr für nötig. Universität von Detroit. Zu Beginn des Wintersemesters 1995 wird die 23-jährige Studentin Tina Bigger vermisst gemeldet. Sie arbeitet bis dahin an einem Forschungsprojekt, das Gesundheitsrisiken von Edelprostituierten untersucht. Schon bald entdeckt sie, dass das Geschäft mit der Liebe weitaus mehr Gefahren birgt. Zum Gesundheitsrisiko kommt die Gewalt. Die 23-jährige Tina Bigger studiert an der Oakland-Universität von Detroit als Hauptfach Psychologie. Es sollte ihr letztes Studienjahr an der Uni sein. Aufgewachsen ist sie in einer Militärsfamilie. Unter ihren Freunden ist sie als lebhafte und ehrgeizige Person bekannt.
Tina Bigger war das typisch amerikanische Mädchen. Ihr Vater arbeitet als Kommandant bei der Küstenwache. Die Mutter ist eine anerkannte Krankenschwester. Neben dem Studium arbeitet Tina als Kellnerin im Rochester Chop Restaurant und wohnt mit ihrem Freund Todd Nürnberger in einem Apartmentkomplex nahe der Hochschule. Todd studiert an der Universität von Michigan. Das Paar führt eine unstete Beziehung, sodass sich selbst Freunde fragen, ob die Freundschaft jemals richtig funktionieren kann. Tina hatte aber auch eine andere Seite. Sie konnte misstrauisch und rachsüchtig sein und manchmal auch sehr wütend werden. Nicht viele Leute kannten diese Seite an ihr. Tina arbeitete an einem Forschungsprojekt mit dem Titel Ein Überblick über die Geschichte der Sexualität und die Gesundheitsvorsorge von Frauen, die im Escort-Service arbeiten. Ziel war es herauszufinden, ob Edelcall-Girls und Straßenprostituierte die gleichen Kenntnisse über die Gefahr sexuell übertragener Krankheiten haben. Sie entschied sich, ihre eigene Studie durchzuführen und erhoffte sich dadurch ein besseres Examen. Und sie begann, sich für Edelprostituierte und deren Umgang mit AIDS zu interessieren und verknüpfte beides miteinander. Ursprünglich hatte sie die Absicht, Rehabilitation zu studieren, aber dann wechselte sie in den Fachbereich Psychologie, weil er sie faszinierte. Sie war sehr mit ihrem Forschungsprojekt beschäftigt und kam letztlich mit der Prostituierten-Szene in Kontakt. Es ist der 23. August 1995. Todd geht zur Uni. Er sagt, Tina habe noch geschlafen, als er das Haus verlässt. Als er am Abend zurückkommt, ist sie nicht da. Todd meldet dies sofort der Polizei. Normalerweise ist das Verschwinden von Personen innerhalb weniger Tage oder sogar Stunden erledigt. Für gewöhnlich reichen ein paar Anrufe, um herauszufinden, wo die Person sich aufhält oder gerade gewesen ist. Aber dieser Fall ist von Anfang an anders. Tinas Auto ist verschwunden. In der Wohnung fehlt jedoch nichts von ihren persönlichen Sachen. Keiner von Tinas Freunden hat sie gesehen, noch irgendetwas von ihr gehört. Die Polizei findet schließlich heraus, dass Tina eine eigene Wohnung sucht, ohne Todd. Ihrer Familie erzählt sie, dass sie nach dem Auszug andere Männer kennenlernen will. Die Tatsache, dass Tina vorhatte, in eine andere Wohnung zu ziehen und auch bereits nach einer anderen Wohnung suchte, ließ mich vermuten, dass irgendetwas nicht stimmt. Ich beschloss, mich mit Todd etwas genauer über ihr gemeinsames Leben zu unterhalten. Vielleicht hatte ich ja etwas übersehen. Auch wenn Todd nicht unbedingt besonders harmlos wirkt, er schien doch sehr von dieser Sache betroffen zu sein. Und ich denke, dass es für die Ermittlungsarbeiten normal ist, dass er zuerst verdächtigt wird. Und die Polizei stößt auf mehr Ungereimtheiten. Tina hat Monate zuvor eine an Todd gerichtete zweideutige Grußkarte gefunden. Die Absenderin war eine Frau. Tina vermutet Untreue. Nun, die Beziehung lief mal gut, mal schlecht. Leute hatten sie auch schon streiten sehen. Er war sehr hingebungsvoll. Doch manchmal waren sie beide sehr schnell erregbar. Er verbrachte mehr Zeit mit ihr als sonst irgendjemand. Er kannte sie wohl am besten. Natürlich hatte man ihn in Verdacht. Trotz der Differenzen bestreitet Todd Nürnberger, etwas mit Tinas Verschwinden zu tun zu haben. Todd vermutet, sie sei im Steakhouse. Als er dort anruft, um herauszufinden, ob seine Freundin gearbeitet hat, erhält er eine überraschende Antwort. Tina hatte den Job schon vor mehreren Monaten gekündigt. Okay. Thank you. Von der Kündigung hat sie Todd nichts erzählt. Sie wäscht sogar weiterhin ihre Kellnerkleidung, so als sei alles wie immer. In der ganzen Wohnung sucht Todd nach einer Spur, die auf Tinas Verbleib hinweisen könnte. Er findet eine Sporttasche, die er zuvor noch nie gesehen hat. In der Tasche sind Kondome, Kniestrumpfhosen, Reizwäsche, Gleitmittel, Kreditkartenbelege und Briefumschläge, die oben links mit dem Namen Crystal beschriftet und an den LA Escort Service adressiert sind.
Ein Anruf bei den Besitzern des Escort-Service bringt Todd nicht weiter. Ein Mädchen namens Tina Bigger ist ihnen unbekannt. Im Gespräch erfährt er jedoch, dass diese Crystal eine der begehrtesten Hostessen der Agentur ist. Escort-Dienste gibt es in den meisten großen Städten. Sie bieten Männern eine weibliche Begleitung gegen Bezahlung von 150 bis 300 Dollar pro Stunde. Zu diesen Diensten gehört für gewöhnlich auch Geschlechtsverkehr. Das mit dem Escort-Service geht so. Ein Kunde ruft an und gibt seinen Wunsch durch, sei es eine Blonde, eine Brünette, ein großes oder kleines Mädchen. Dann ruft die Agentur die Mädchen an, mit denen sie zusammenarbeitet. Die Hostessen erfahren dann, mit wem und wo sie einen Termin haben. Bezahlt werden die Mädchen dann vom Klienten selbst. Von nun an hat Todd den Verdacht, dass Tina ein zweites Leben als Edelcall-Girl führt. Sie hatte beschlossen, das Leben von Edelprostituierten und ihre Kenntnisse über AIDS zu erforschen. Deshalb begann sie, derartige Dienste zu kontaktieren, um sich mit den Mädchen unterhalten zu können. Ich glaube, im Laufe ihrer Recherche fing sie an, sich für diese Art der Arbeit zu begeistern. Ich denke, es war auch wegen der Bezahlung, denn sie war pleite und hatte ihre Kreditkarten überzogen. Außerdem wollte sie ein neues Auto und musste ihr Studium finanzieren. Das Geld, was man verdient, ist weit mehr, als wenn man im Steakhouse arbeitet. Letztlich bekam sie 250 Dollar pro Verabredung. Vielleicht haben Frauen so ihre eigenen Fantasien über sich selbst. Und vielleicht lebte sie sie aus. Ich glaube, sie hatte ihre eigenen Fantasien und wollte mehr Aufmerksamkeit auf eine distanzierte Art und Weise. Und als Prostituierte bekam sie diese Aufmerksamkeit. Das gab ihr vielleicht Kraft. Nach heftigem Bestreiten des Escort-Service bestätigt sich doch die Vermutung von Todd. Tina Bigger arbeitet unter dem Namen Crystal als Hostess für eine Begleitagentur. Und es gibt noch mehr Überraschungen. Tina arbeitet für zwei weitere Dienste und hat somit Kontakt zu mehreren Dutzend Personen. Unbekannte Freier, die nun alle verdächtig sind, etwas mit dem Verschwinden der Studentin zu tun zu haben. Es war wahrscheinlich sehr wichtig für Tina, vor ihrem Freund zu verbergen, was in ihrem Leben noch so passierte. Immerhin lebte sie mit ihm zusammen. Er wusste fast alles über sie, aber wenn er erfahren hätte, dass sie für eine Begleitagentur arbeitet, hätte das einen verheerenden Schaden in seinem und auch ihrem gemeinsamen Leben verursacht. Er war natürlich niedergeschlagen und dachte sogar an Selbstmord, wollte sich mit seiner Pistole erschießen. Dann rief er einige Freunde an, die ihm das aber ausredeten. Letztlich beschloss er, dass er es Tina schuldet, alles zu tun, was nötig ist, um der Sache auf den Grund zu gehen. Telefongespräche, die die Agentur aufgezeichnet hat, enthüllen zahlreiche Anfragen nach Tina von einem Mann namens Ken Tranchita. Sie treffen sich das erste Mal im Bluebird Motel, genau 12 Tage vor Tinas Verschwinden. 12 Tage vor Tinas Verschwinden. Zwischen Tinas persönlichen Sachen in ihrer Wohnung findet die Polizei einen Liebesbrief. Dear Tina. Liebe Tina, mein Herz gehört nur dir. Deine Liebe lässt mich schweben. Du bist entschlossen, zu mir zu kommen. Ich weiß, das Warten ist es wert. In Liebe, Ken. Als die Polizei Ken Tranchitas Wohnung durchsucht, bemerkt sie den Namen Crystal auf einem Bild, das am Kühlschrank befestigt ist. Ein örtlicher Autohändler sagt aus, dass sich Tina und Ken bei ihm neue Autos angeschaut haben. In einem Gespräch habe er mitbekommen, dass Tranchita Tina Geld für ein Auto leihen wollte. Ken Tranchita ist ein 42-jähriger Ex-Häftling. In seiner Akte sammeln sich Verurteilungen wegen Fälschung, Betrug, Unterschlagung und Diebstahl.
Er ist keineswegs der erfolgreiche Geschäftsmann, den er Tina höchstwahrscheinlich vorgaukelte. Er ist eine Art Herumtreiber, ein Einzelgänger. Er ist ein unbedeutender Dieb und ein kleiner Schwindler. Er hatte ein paar kleine Jobs, aber auch die nicht für lange Zeit. Meiner Meinung nach war er so eine Art kleines Wiesel. Ich weiß nicht, wie man ihn sonst beschreiben sollte. Er hatte eine leise Stimme und war armselig. Er dachte wohl, Tina würde seine Freundin werden oder sowas. Eine Liebesverbindung zwischen ihm und Tina Bigger, diesem typischen amerikanischen Mädchen, das noch so viel in ihrem Leben vorhatte, das machte keinen Sinn. Tranchita gibt zu, Tina Bigger, die er durch die Begleitagentur als Crystal kannte, getroffen zu haben. Er sagt aus, dass sie sich später auch privat, also ohne die Vermittlung der Agentur, trafen. Tranchita behauptet weiter, Tina hätte kein Geld mehr für ihre Liebesdienste genommen und sie seien ein Paar gewesen. Der Polizei erzählte Tranchita, er habe Tina eine Woche zuvor zum Flughafen gebracht. Sie sei zu einem Kunden nach Ohio geflogen. Doch bei der Überprüfung der Aussage stellt sich heraus, dass Tinas Name auf keiner Passagierliste steht. Ken sagt weiter aus, dass Tina ihm während ihrer Abwesenheit das Auto anvertraut hat. Einer Durchsuchung des Autos durch die Polizei stimmt der Mann bereitwillig zu. Im Auto findet die Polizei weitere Namen und Adressen von Kunden sowie die Wegbeschreibungen zu ihnen. Von den Notizen aus ihrem Auto und von der Agentur erfuhren wir, dass sie Kontakt zu Leuten hatte, die außerhalb des Bundesstaates, ja sogar außerhalb des Landes lebten. Also war es auch durchaus möglich, dass sie irgendwo hingefahren war. Warum hat Tina Bigger keine Nachricht hinterlassen? Warum wusste der Escort-Service nichts? Und was findet die Polizei in diesem Gebüsch? Die Polizei steht vor einem Rätsel. Ein Callgirl ist verschwunden. Der letzte, der sie gesehen hat, ist ein Freier namens Ken Tranchita. Und im Kofferraum des Autos der Vermissten finden die Ermittler zwar viel Gerümpel, aber keinen Hinweis auf ein Verbrechen. Die Wissenschaft hat bewiesen, dass Mörder, die zum ersten Mal töten, ihre Opfer in Gegenden verstecken, die ihnen vertraut sind. Und so sucht die Polizei mit Spürhunden die Umgebung von Tranchitas Wohnung ab. Richard Hitu von der Michigan State Polizei arbeitet mit seinem Schäferhund Kai. Kai ist auf das Aufspüren von menschlichen Körpern trainiert. Um den Hund zu schulen, versteckt der Polizist kleine menschliche Gewebe- oder Flüssigkeitsproben im Trainingsgebiet. Der Hund wird nicht belohnt, wenn er tierische Überreste findet, sondern nur, wenn er Menschliches entdeckt. Daher sucht er länger und ausgiebiger, denn er will ja die Belohnung haben. Hito und Kai suchen im Waldgebiet rund um Tranchitas Mietshaus und auch in der Gegend eines Klosters, wo der Verdächtige oft spazieren geht. Und obwohl sie mehrere Hektar Waldgebiet durchkämmen, bleibt die Suche erfolglos. Die Polizei hat keinen Beweis, um Ken Tranchita festzunehmen. Nach einer erneuten Befragung kann er gehen. Dr. Mark Bennecke ist Blutspurenexperte und kennt die Vorgehensweise bei Ermittlungen. Genauigkeit spielt eine wesentliche Rolle auf dem Weg zum Erfolg. Eine Grundregel lautet, man muss möglichst im Umkreis von mehreren Metern suchen, ob man nicht kleinste Spuren findet. Eine weitere Regel lautet, schau auch mal über sozusagen den Tellerrand, also über deine Kopfhöhe. Häufig finden sich nämlich auch einzelne Spuren an der Decke oder in Raumecken, wo man sie normalerweise gar nicht vermuten würde. Faustregel ist also hier, such so lange und so viel es geht, nimm dir so viel Zeit wie nur immer möglich. Hatten die amerikanischen Kollegen das beherzigt? Da sie keinen anderen Anhaltspunkt als das Auto haben, entscheiden sich die Beamten nochmals für eine Durchsuchung des Kofferraums. Verlegen stellen die Beamten fest, dass die vermeintlichen Kaffeeflecken auf der Tasse getrocknete Blutstropfen sind. Und als sie den Teppich im Kofferraum abziehen, entdecken sie in der rechten Ecke eine Blutlache. DNA-Tests ergeben, das Blut stammt von Tina Bigger. Die Ermittlungen wurden zwar schon vorher wie bei einem Mordfall durchgeführt, doch als man das Blut fand, bestand kein Zweifel mehr daran. Die Menge des Blutes im Kofferraum deutet auf Mord hin.
Und da das Auto seit Tinas Verschwinden in Tranchitas Besitz ist, wird der Mann erneut zum Hauptverdächtigen. Doch jetzt ist auch Ken Tranchita plötzlich verschwunden. Und dann gelingt der Polizei einen Monat nach Tina Biggers Verschwinden der erste Durchbruch. Ken Tranchitas Bruder schlägt der Polizei vor, das heruntergekommene Haus einer verstorbenen Tante zu durchsuchen. Das Haus ist nur 10 Meilen von Tinas Wohnung entfernt. Zwischen den Bäumen hinter dem Haus findet die Polizei den stark verwesten Körper einer jungen Frau. Kein Fleisch und kein Organ war mehr übrig, sondern nur Knochen, Haare und Knochen. So hatte der Gerichtsmediziner wirklich nicht viel Material für eine Bestimmung. Der Vergleich der Zähne bringt den endgültigen Beweis. Es handelt sich um Tina Bigger. Doch lässt der Körper des Mädchens noch Rückschlüsse auf die Todesursache zu? Dr. Christian Schümer ist Rechtsmediziner an der Uniklinik in Homburg. Seine Aufgabe ist es, anhand von Hinweisen an der Leiche die Todesursache zu bestimmen. In besonders günstigen Fällen können Spuren an der Leiche, entsprechende Hämatome, entsprechende Verletzungen durchaus Rückschlüsse auf die verursachende Gewalt und auch auf die Täterstellung in Bezug zum Opfer als auch natürlich die Täterkonstitution liefern. Da die Verwesung bei Tina Bigger im Halsbereich begonnen hat, vermutet auch der zuständige Rechtsmediziner, dass Tina erwürgt wurde. Es war eine unnatürliche Todesursache. Im Kopfbereich gab es keine Brüche. Es muss also im Halsbereich passiert sein. Das nennen wir auch Halstrauma. Ich konnte nicht feststellen, dass der Hals aufgeschlitzt, sie erwürgt oder erstickt wurde. Aber es muss eine Halsverletzung gewesen sein. Das ist meine Schlussfolgerung. Es beginnt eine landesweite Suche nach Ken Tranchita. Er wird schließlich in einem heruntergekommenen Viertel im Zentrum von Detroit entdeckt. Als die Polizei eindringt, versucht Ken, sich im Badezimmer noch die Pulsschlagadern aufzuschneiden. Dann gibt er auf. Nach einem mehrstündigen Verhör gibt Ken Tranchita schließlich zu, dass er und Tina eine Auseinandersetzung wegen Geld hatten. Tina sei gefallen und tödlich mit dem Kopf aufgeschlagen. The money is coming. Aber die Röntgenaufnahmen von Tinas Schädel widerlegen dieses Szenario. Sie hatte keinen Schädelbruch. Wenn sie innere Schädelblutungen gehabt hätte, wären dort Blutflecken gewesen. Das ist aber nicht der Fall. Auch wenn man anhand der Blutlache im Auto davon ausgeht, dass sie eine Kopfwunde hatte, ist klar, dass die Wunde nicht todesursächlich war. Als Tranchita mit dieser Information konfrontiert wird, macht er eine schockierende Aussage. Was er sagte war: Haben Sie jemals eine Person so geliebt, dass Sie sie von ihren Problemen erlösen wollten? Die Polizei drängte ihn, genauer zu werden. Was meinte er? Nun, wissen Sie, Tina ging es in den letzten Tagen so miserabel. Da beschloss ich, es für sie zu beenden und ihr aus der Misere zu helfen. Als die Polizei das hörte, dachten alle: Mein Gott, wir haben es mit einem Mörder zu tun. Euer Ehren, ist es möglich und würde es dem Gericht nützen, die Verhandlung einfach zu beenden? Ich möchte meine Rechte nicht weiter nutzen. Ich bekenne mich schuldig, Euer Ehren. Mit dieser Aussage nimmt Ken Tranchita ein Angebot der Staatsanwaltschaft an und bekennt sich des Mordes zweiten Grades für schuldig. Tinas Familie stimmt dieser Abmachung zu. Es sollte verhindert werden, dass die Öffentlichkeit von dem Doppelleben erfährt. Die Staatsanwaltschaft glaubt, dass es einen heftigen Streit gibt, als Tina herausfindet, dass Ken sie belogen hat und er kein Geld für ein neues Auto besitzt. Im Kampf schlägt Tina mit ihrem Kopf auf und verletzt sich. Dann wird sie zu Tode gewürgt oder erstickt. Anschließend legt Tranchita Tinas Körper in den Kofferraum ihres Autos und versteckt die Leiche in der Nähe des Hauses seiner Tante. Das ist das grausame Ende einer abenteuerlichen Beziehung.
Tina war an einer Kreuzung ihres Lebens angekommen. Sie war verwirrt und hatte Geldprobleme. Niemand kann sagen, warum sie tatsächlich die Grenze überschritten hat. Aber es besteht kein Zweifel daran, dass sie ein klar strukturiertes Leben hatte, mit klaren Prioritäten. Sie war eine erstklassige Führungsperson, eine gute Studentin, einfach eine großartige Person, ein Spaßvogel und jedem ein guter Freund. Wie sie nun von A nach B kam, ich meine zu diesem Escort-Service, ist vielen ein Rätsel. Ken Transita wird zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilt. Tina Bigger führte ein Doppelleben und fiel dabei einem Schwindler in die Arme. Als Tina in dieses Doppelleben geriet, hatte sie Vorstellungen, die eher an den Film Pretty Woman erinnerten. Richard Gere sollte kommen und würde sie retten, ihr wunderbare Geschenke machen und ihren Lebensstil verbessern. Aber das ist nicht das reale Leben eines Callgirls. Man kann auf sehr verzweifelte und seltsame Charaktere treffen. In ihrem Fall war es leider nicht Richard Gere, den sie traf, sondern Ken. Und dass Tina letztendlich tot auf dem Feld gefunden wurde, entspricht eher der Wirklichkeit als der Kinofilm. Ich glaube, mit dem Erzählen der Geschichte von Tina Bigger haben wir eine Botschaft an alle Mädchen geschickt, die in diesem Geschäft sind, die in dieses Geschäft wollen, und an die, die ein bisschen in einer Welt herumspielen wollen, in die sie nicht gehören. Die Botschaft ist, dass du Probleme bekommst und in einer Situation endest, die du nicht kontrollierst und die am Ende sogar deinen Tod bedeuten kann. Tina Bigger kann diesen Rat nicht mehr beherzigen, denn Ken Transita wurde ihr Rendezvous mit dem Tod. Zu einem ähnlich verhängnisvollen Treffen kommt es in Kalifornien. Wegen seiner atemberaubenden Strände und den schönen Körpern ist dies ein beliebter Ort von Fotografen und Filmemachern. Das erfolgreiche Model Linda Sobeck verschwindet hier im Jahr 1995 auf dem Weg zu einem Fotoshooting. Lindas Bilder sind es, die ihr zum ersten Erfolg verhelfen und letztlich Licht in das Geheimnis ihres Verschwindens bringen. Hermosa Beach, Kalifornien, nur 15 Meilen südlich von Los Angeles. Die Sonne, der Sand und das Surfen ziehen die Jungen und Schönen an. Linda Sobeck ist 27, blond, Schauspielerin und Model. Sie wohnt ganz in der Nähe der Strandpromenade. Sie ist Cheerleader der Footballmannschaft der Los Angeles Raiders sowie ein beliebtes Model für Bikinis, Damenwäsche und Kalender. Und sie will Schauspielerin werden. Wegen ihrer Größe von nur 1,60 ist sie zu klein und zu athletisch für die Top-Modebranche. Aber ihr gutes Aussehen und ihr wohlgeformter Körper bringen ihr dennoch genügend Aufträge. Linda hat am Morgen des 16. November 1995 einen kurzfristigen Fototermin angenommen. Sie schnappt sich ein paar Kleider und geht. Ihrer Mutter hinterlässt sie die Nachricht, dass sie sie später anrufen werde. Seitdem hat man nichts mehr von ihr gehört. Keine Sorge, Linda hat viel zu tun, sie ist zur Arbeit. Aber meine Mutter sagte die ganze Zeit, nein, nein, ich weiß, da stimmt was nicht. Am Nachmittag hat Linda noch ein Vorsprechen für die Fernsehserie Mit Kindern verheiratet. Aber sie kommt nicht. Jeder wusste, dass Linda dieses Vorsprechen nicht verpassen wollte. Deshalb waren ihre Eltern auch beunruhigt und fingen an, sie intensiv zu suchen. Die Familie hat 53.000 Flugblätter verteilt, auf denen eine Belohnung von $20.000 versprochen wurde. Ich hatte eines ihrer Adressbücher und fing an, alle Mädchen anzurufen. Offensichtlich hat Linda gegen ihre eigenen Prinzipien verstoßen. Keiner weiß, wo sie ist und keiner kennt den Namen des Fotografen. Da dieser Auftrag nicht über die Modelagentur läuft, gibt es keinerlei Informationen. Zwei Tage später findet ein Arbeiter im Los Angeles Nationalpark in einer Mülltonne Fotos von einer schönen jungen Frau. Die Aufnahmen gefallen ihm, er nimmt sie mit nach Hause.
Er steckte die Bilder in seinen Rucksack und ging nach Hause. Erst am Montagabend erinnerte er sich wieder an sie, als er im Fernsehen die Berichterstattung über die Ermittlungen sah. Als ihm klar wird, dass es Fotos des vermissten Models sind, ruft er sofort die Polizei an. Zwei Jahre zuvor hatte man ganz in der Nähe die Überreste eines Skeletts gefunden. Die Knochen gehörten zum blonden 20-jährigen Fotomodell Kimberly Pendelius. Auch Kim hatte kurzfristig einen Termin mit einem unbekannten Fotografen angenommen. Ihr Mordfall wurde nie aufgeklärt. Der Gedanke, dass sich Linda irgendwo im Nationalpark befindet, ist entmutigend. Das Gebiet umfasst rund 1600 Quadratkilometer. Einige Tage nach dem Verschwinden Linda Sobecks meldet sich ein freiberuflich arbeitender Fotograf namens Charles Rathbun mit Informationen bei der Polizei. Rathbun sagt aus, er sei am Morgen des Verschwindens mit Linda in einem Dennis-Restaurant gewesen. Sie hätten über ihre Fotomappe gesprochen. Nach Ende der Besprechung hätten sie sich getrennt. Jeder sei seinen eigenen Weg gegangen. Lindas Auto wird auf dem Parkplatz des Restaurants gefunden. Die Untersuchungen, die an dem Fahrzeug vorgenommen werden, liefern keinen Hinweis auf ein Verbrechen. Aber die Polizei ist dennoch misstrauisch. Denn unter den Gegenständen, die in der Mülltonne gefunden werden, befindet sich neben Lindas Fotos und Terminkalender auch ein Mietvertrag für einen Lexus. Der Name, der auf dem Dokument steht, lautet Charles Rathbun. Rathbun vermutet, dass der Mietvertrag bei ihrem morgendlichen Treffen aus Versehen in Lindas Mappe geraten sei. Noch am selben Tag macht der Fotograf Bilder von diesem Lexus für das Auto Week Magazin und bringt das Fahrzeug dann am nächsten Tag zurück. Obwohl der Leihwagen innen und außen gründlich gewaschen wird, findet die Polizei mehrere Spuren. Auf dem Rücksitz befindet sich ein verdächtiger roter Fleck. Der Test ergibt, dass es sich um einen Blutfleck handelt. Weitere Tests beweisen, dass es menschliches Blut ist. An dem Verdeck werden neben Blut auch Speichelreste gefunden. Ohne weitere Anhaltspunkte konzentrieren sich die Untersuchungsbeamten weiter auf den Lexus. Ist der Wagen in der Nähe des Fundortes von Lindas Fotos gewesen? Zuerst schmieren wir einen Autoreifen mit Vaseline ein und rollen ihn über ein Stück Pappe. Dann nehmen wir ein magnetisches Abdruckpulver, um die Reifenspur auf der Pappe sichtbar zu machen. Auf der Pappe entsteht der gleiche Abdruck des Reifenprofils, der auch an dem von uns gesuchten Ort hinterlassen worden sein muss. Aber einen Reifenabdruck zu finden in einem Gebiet von über 1600 Quadratkilometern scheint aussichtslos. Es überrascht nicht, dass Charles Rathbun erneut befragt wird. Und dieses Mal erzählt er eine andere Version. Danach gerät Rathbun in Panik. Er verstaut Lindas Körper auf der Rückbank des Wagens und fährt zu einer abgelegenen Gegend im Nationalpark. Dort begräbt er Lindas Körper.
Er war sehr vage und sagte immer wieder, ich kann mich nicht erinnern. Er brach in Tränen aus und sagte, ich bin nicht sicher, wo sie ist, aber ich kann sie hinbringen. Der Lexus hat äußerlich keinen Schaden, der auf einen Unfall hindeutet. Und so hoffen die Beamten, Linda vielleicht noch lebend zu finden. Sie drängen Rathbun, sie zu ihrem Grab zu führen. Doch die Suche bleibt erfolglos. Er hielt uns zum Narren. Er wusste genau, wo sie war. Er spielte auf Zeit, damit Lindas Körper verwest ist, bevor sie ihn finden. Die Ermittler drängen Rathbun erneut, mehr zu verraten. Diesmal suchen sie das Gebiet mit einem Hubschrauber ab. Nach mehreren erfolglosen Versuchen führt Rathbun sie schließlich zu Lindas Körper. Sie liegt in einem 60 cm tiefen Grab. Ganz in der Nähe wird im weichen Sand der linke Reifenabdruck des Lexus gefunden. Ihr Körper war überraschenderweise vollkommen erhalten. Da sie schon 9 Tage begraben war, hatte ich eigentlich keine Hoffnung mehr, dass es noch weiches Gewebe für eine Diagnose gab. Doch es war so und das überraschte mich. Die Autopsie wird nun die Todesursache klären und die Frage, war es ein Unfall oder Mord? Linda Sobecks Autopsie enthüllt eine Menge Informationen über ihren Tod. Außer einigen Blutflecken über ihrem rechten Ohr weist ihr Körper keine typischen Verletzungen eines Autounfalls auf. Der Alkoholgehalt in ihrem Blut beträgt 1,3 Promille. Und sie starb nicht durch einen Autounfall, wie Rathbun behauptet, sondern durch Erstickung. Sie wehrte sich. Sie hatte Blutungen in der Lunge, am Hals, den Augen, was typische Anzeichen sind, dass gegen eine Erstickung angekämpft wird. Sie war bei vollem Bewusstsein und kämpfte um ihr Leben. Das Erwürgen oder Ersticken des Opfers ist die häufigste Tötungsmethode von Vergewaltigern. Das hinterlässt typische Spuren. Bei einer Obduktion geht es natürlich in erster Linie um die Frage des Fremdverschuldens. Die einfachste Einwirkung ist die äußere Gewalteinwirkung. Und deswegen schauen wir natürlich von Kopf bis Fuß an der Leiche, insbesondere nach Hämatomen, also Blutergüssen, Blutunterlaufungen, nach deren Form, um etwas auf die einwirkende Kraft rückschließen zu können, auf die Intensität zum Beispiel von Schlägen. Des Weiteren gucken wir auf besondere werkzeugbedingte Spuren, also zum Beispiel auch das Würgen mit der Hand am Halse hinterlässt teilweise Fingerabdruckmarken, also das heißt Fingernagelspuren. Spuren, die in Form von Hämatomen auch an Linda Sobecks Hals gefunden werden. Wenn die Hämatome nur im Unterhautfettgewebe angesiedelt sind, war eben die Gewalteinwirkung eher oberflächlicher Art. Wir haben aber auch zum Beispiel bei der Gewalteinwirkung auf den Hals, beim Würgen, Hämatome, die sich bis auf die den Kehlkopf umgebende Muskulatur erstrecken. Und es gibt weitere Spuren. Blaue Flecken, ein verdrehtes Handgelenk und Fesselspuren an ihren Fußknöcheln. Das weist darauf hin, dass ihre Beine gewaltsam auseinandergespreizt und in dieser Position gehalten wurden. Sie kämpfte dagegen an, denn es gab Abschürfungen an den Beinen, die auf einen Kampf hindeuten. Und es hat den Anschein, als sei Lindas Körper gewaschen worden. Sie trug kein Make-up und es scheint so, als sei ihre Kleidung vor dem Vergraben gewechselt worden. Ich nenne das eine Mädchensache. Aber der Sitz ihrer Kleidung verwirrte mich. Ihr Reißverschluss war bis zum Hals geschlossen. Das wunderte mich, weil es nicht normal ist. Die meisten Frauen öffnen ihre Kleider viel, viel weiter. Das war eine ungewöhnliche Position. Zusätzlich gibt es Hinweise auf erzwungenen Analverkehr. Ein Blick in die Vergangenheit von Charles Rathbun bringt wechselhafte Wesenszüge zum Vorschein, die ihn schon einige Aufträge gekostet haben. Er kann sehr persönlich und charmant sein, verliert aber ebenso schnell die Geduld und geht in die Luft, schmeißt bei Shootings mit Gegenständen um sich. Er kann sehr höflich und freundlich mit den Models sprechen und im nächsten Moment geht er hinter seine Kamera und sagt abfällige Dinge über sie. And then go behind the camera and say very derogatory things about them.
Einige Jahre zuvor war Charles Rathbun in Columbus, Ohio verhaftet worden. Er wurde beschuldigt, eine Mitarbeiterin vergewaltigt zu haben. Rathbun behauptet, der Sex sei beidseitig gewollt gewesen. Er wurde freigesprochen. Die Durchsuchung des Hauses von Rathbun bringt eine Sammlung von über 200 Waffen zum Vorschein. Von besonderem Interesse ist eine halbautomatische 45mm Pistole. Die Waffe wurde auf Blutspuren untersucht. Ein Experte vermutete, dass die Waffe zum Missbrauch des Opfers benutzt wurde. Bei so einem Test untersucht man die Waffe zuerst bei normaler Zimmerbeleuchtung. Blut wurde so nicht gefunden. Aber als ich die Waffe dann mit chemischen Mitteln behandelte und einen Bluttest machte, entdeckte ich eindeutig Blut am Verschluss, an der Oberseite der Waffe. Nun, wir fanden viele Beweismittel in seinem Haus und erfuhren viel aus Gesprächen mit seinen Freunden. Er mochte keine blonden Frauen. Linda bezeichnete er als kleine Schlampe, mit der es schwierig war, zu arbeiten. Charles Rathbun wird verhaftet und des erzwungenen Analverkehrs mit einem Gegenstand sowie des Mordes beschuldigt. Rathbun behauptet weiterhin, dass Lindas Tod ein Unfall gewesen sei. Linda habe an diesem Tag viel getrunken und nachdem er sie versehentlich mit dem Lexus angefahren hatte, fing sie an zu treten und zu schreien. Bei dem Versuch, sie zu bändigen, habe er sie unbeabsichtigt erstickt. Es ist völlig absurd anzunehmen, dass sie während der Fotoaufnahmen getrunken hätte. Insbesondere wenn man bedenkt, dass sie an diesem Abend ein Interview bei einem Fernsehsender hatte, das sie auf keinen Fall gefährden wollte. Dann lässt Rathbun die Bombe platzen. Er behauptet, dass die sexuelle Begegnung mit Linda an diesem Tag nicht gewaltsam gewesen sei, sondern in gegenseitigem Einverständnis. Sie hätten Sex miteinander gehabt, bevor der Unfall mit dem Auto geschehen sei. Es würden Nacktfotos existieren, die das beweisen. Der Angeklagte sagte seinem Bruder Robert Rathbun, dass noch Bilder in der Wüste liegen, die seine Unschuld und Lindas Zustimmung zum Geschlechtsverkehr beweisen würden. Er zeichnete ihm eine Wegbeschreibung, wo die Filme zu finden seien. Der Bruder und seine Freundin fuhren in die Berge, um die Filmrollen zu holen, die monatelang in der Einöde der Sonne, dem Wind und dem Regen ausgesetzt waren. Robert Rathbun findet tatsächlich 5 Filme, doch anstatt sie der Polizei zu übergeben, entwickelt er sie selbst. 4 Rollen enthalten Bilder von Linda, auf denen sie in 2 unterschiedlichen Outfits posiert. Auf einigen Bildern sieht Lindas Kleidung unordentlich aus und in ihrer Strumpfhose ist ein Loch. Hat Linda sich wirklich freiwillig fotografieren lassen? Die 5. Rolle ist durch Wasser beschädigt, doppelt belichtet und pornografischen Inhalts. Die 5. Filmrolle beinhaltete eine Serie von doppelt belichteten Bildern. 12 waren vom Armaturenbrett des Wagens und 11 pornografische von weiblichen Geschlechtsorganen. Man sah keinen Kopf, kein Gesicht und auch keinen Körper, nur auf wenigen Hände und in erster Linie Nahaufnahmen von weiblichen Geschlechtsorganen. Die Bilder waren durch die Wasserbeschädigung getrübt und das machte sie so geheimnisvoll. Wir konnten immer nur Teile von den Fotos erkennen. Gemäß der Verteidigung deuteten diese Fotos darauf hin, dass Linda Sobeck tatsächlich an dem Tag, an dem sie verschwand und starb, freiwillig Sex mit dem Angeklagten hatte. Aber zeigen die Bilder wirklich Linda Sobeck? Die Fotos werden im Polizeilabor und gleichzeitig bei einer Raumfahrtgesellschaft vergrößert. Die Raumfahrtgesellschaft scannte die Fotos ein und unterstützte mich 3 Tage lang, während ich jedes Pixel auf seine Bedeutung hin untersuchte.
Im Hintergrund kann man einige Teile vom Armaturenbrett des Wagens erkennen. Aber das Logo auf dem Lenkrad ist nicht das eines Lexus. Es ist ein Oldsmobile-Prototyp, den Rathbun im Rahmen eines früheren Projekts fotografiert hat. Das Lenkrad des fraglichen Wagens hat ein völlig anderes Logo als der Lexus. Und auch der Tempomat am Lenkrad ist etwas, das der Lexus nicht hat. Zeigen die Nacktbilder dennoch Linda? Die Ermittler vergleichen die Modeaufnahmen mit den Fotos der Autopsie. Es war klar, dass das nicht Linda Sobek war. Und die Bilder deuteten in keiner Weise auf einen freiwilligen Sexakt hin. Das Kleid und die Autositze stimmten nicht. Die Hände auf den Bildern sehen männlich aus und stimmen nicht mit denen des Opfers überein. Und die Liste wird lang und länger. Und die Staatsanwaltschaft glaubt Rathbun sein Unfallszenario nicht. Sie vermutet, als Rathbun an diesem Tag seine Fotos macht, ist es für Linda nur ein Job? Ich glaube, dass sich Rathbun nach seinem 18. oder 19. Lebensjahr emotional nicht weiterentwickelt hat und somit nicht in der Lage ist, mit der Ablehnung einer Frau umzugehen. Seine Reaktionen waren unangemessen und erstreckten sich von blöden Kommentaren bis hin zu sexuellen Annäherungen, Berührungen und sogar Vergewaltigungen, die ihren Höhepunkt in Lindas Ermordung erreichten. Die gerichtsmedizinischen Beweise waren in diesem Fall sehr wichtig. Die Bilder, die er zu seiner Verteidigung und Rettung einsetzen wollte, bewirkten eigentlich seine Verurteilung. Die Familie Sobek fordert, dass der Bruder, Robert Rathbun, für das Besorgen der falschen Beweismittel bestraft werden soll. Robert Rathbun gab im Zeugenstand zu, die Wegbeschreibung, die sein Bruder gezeichnet hatte und mit deren Hilfe er die Filme finden sollte, zerrissen zu haben. Er gestand und nahm die Schuld freiwillig auf sich. Die Staatsanwälte vermuten, dass Charles Rathbun auch mit dem Tod Kimberly Pendelius etwas zu tun haben könnte. Kim hatte ebenfalls am Tag ihres Verschwindens einen unbekannten Fotografen in einem Dennis-Restaurant getroffen. Und ihre Überreste wurden nur wenige Meilen von Linda Sobeks Leiche entfernt gefunden. Bis zum heutigen Tag wurde niemand wegen des Mordes an Kim Pendelius bestraft.